Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kauder, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu unserem Kongress gekommen sind, und zwar so zahlreich. Ich höre, dass auch noch der eine oder andere an der Sicherheit steht. Wir kennen das Problem, aber Sie werden verstehen, dass das nicht änderbar ist. Wir wollen mit Ihnen heute über Digitalisierung reden. Wir wollen mit Ihnen heute über Wirtschaft 4.0 reden. Volker Kauder meinte eben zu mir, eigentlich muss das Gesellschaft 4.0 heißen, denn es muss sich insgesamt in der Gesellschaft etwas verändern. Einige haben mal die Digitalisierung mit der Einführung der Dampfmaschine verglichen. Es gibt da tatsächlich Parallelen. Die Dampfmaschine war ein gewaltiger technologischer Umbruch. Sie hat eine völlig neue Dimension wirtschaftlicher Kraftentfaltung überhaupt erst möglich gemacht. Und es hat dazu geführt, dass es komplett neue Geschäftsmodelle gab mit der Einführung der Dampfmaschine. Genau dasselbe passiert mit Wirtschaft 4.0, passiert mit der Digitalisierung. Ich habe ein Beispiel vor einigen Tagen gehört, was mich dann schon erstaunt hat. So habe ich es gehört von der Firma Thyssen, vom Chef des Hauses, von Herrn Hiesinger, der mir erzählt hat, dass sie ihre kompletten Aufzugssysteme mittlerweile vernetzen, wissen aufgrund von Sensoren, die eingebaut sind, wann welcher Aufzug erstens gewartet werden muss, unter Umständen kritisch wird, etc. All das schlägt in irgendeinem riesigen Rechenzentrum auf. Die Daten werden dort gesammelt. Und dann wird ein Mechaniker bereits zu einem Zeitpunkt, wo der Aufzug noch gar nicht kaputt ist, hingeschickt, weil er dann eventuell kaputt gehen könnte. Also man sieht, was das für eine Auswirkung hat. Und er sagt, wir verkaufen im Prinzip heute keine Aufzüge mehr, sondern Mobilität. Eine interessante Aussage, die ja zeigt, dass dieses System, was wir jetzt schaffen, uns in völlig andere Bahnen hineinbringt. Ein anderes Beispiel, was ich immer wieder als Parallele gesehen habe, ist die Erfindung des Buchdrucks durch Herrn Gutenberg. In gleicher Weise hat das damals revolutioniert, weil auf diese Art erstmals Informationsströme mehreren Menschen gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden konnten. Nichts anderes tun wir im Prinzip mit der Digitalisierung. Und wenn man sieht, was da passiert ist in den letzten Jahren, dann ist das schon gewaltig. Der Datenbestand hat sich enorm vergrößert. In den letzten 10 Jahren hat sich der Datenbestand um den Faktor 40 vergrößert, auf mittlerweile über 40 Milliarden Terabyte. Unvorstellbare Größenordnungen, die aber nach wie vor um den Faktor 20% innerhalb von einem Jahr wachsen. Das heißt, das wird noch deutlich mehr. Und nun muss man natürlich schon die Frage stellen, wo geht denn die Reise weiterhin? Was sind die nächsten Quantensprünge? Was müssen wir tun, damit wir in Deutschland die Chancen, die sich daraus ergeben, nutzen? Und zwar wir alle tun. Da kann sich keiner vordrücken. Im Gegenteil, wir müssen alle uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute die Chance haben, mit Experten aus der Wirtschaft gemeinsam darüber zu diskutieren. Dieses Thema ist ein Thema, was der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr am Herzen liegt. Das sehen Sie schon daran, dass unsere Chefin, die Kanzlerin, gleich zu uns kommen wird und zu dem Thema sprechen wird. Sie hat es sich auf die Agenda genommen und kümmert sich persönlich darum, was mich froh macht. Sehr froh bin ich auch, dass Frau Blättner, die man ja nun wirklich nicht vorstellen muss, bekannt aus Funk und Fernsehen und permanent aus Phoenix, aus Morgenmagazin, das ist die Dame, die uns dazu zwingt, morgens so früh aufzustehen, bei uns ist. Sie wird uns durch den Verlauf des Nachmittags führen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen. Eine Frage muss natürlich sein, welche Hausaufgaben hat die Politik zu machen? Ich nenne nur so ein paar Stichworte. Erstens, wir müssen für die nötige Infrastruktur sorgen. Selbstverständlich brauchen wir leistungsfähige Breitbandinfrastruktur. Wir haben uns vorgenommen, bis 2018 flächendeckend 50 Megabit zu haben. Aber ich sage jetzt schon voraus, das ist viel zu wenig. Und wenn man andere Länder sieht, beispielsweise Korea, und die man gar nicht annimmt, dass die schon so weit sind, dann haben die heute eine Struktur, die schon über 150 MB flächendeckend in ganz Korea hat. Das zeigt also, hier sind wir ein Stück weit zu weit zurück und es ist notwendig, dass wir schneller werden, dass wir schneller die Entwicklung vorantreiben. Daran werden und sollen wir alle arbeiten. Dann wird es notwendig sein, dass wir die gesamte Standortpolitik überdenken.
Wir müssen die Start-ups fördern, und zwar besser fördern, als wir das bis jetzt getan haben. Wir müssen Orte des Tüftelns, der Kreativität, der Offenheit, der Risikobereitschaft, des Risikokapitals und des Unternehmergeistes schaffen. Ich habe jetzt was beschrieben, was in einer Beschreibung für das Silicon Valley drin steht. Das sollten wir uns als Beispiel nehmen, das sollten wir voranbringen, das muss auch bei uns möglich sein, und zwar nicht nur hier in Berlin, sondern möglichst auch in der Fläche, auch in kleineren Städten. Meine Damen und Herren, ein zweites Stichwort ist für mich der Datenschutz. Die Situation wird sich völlig verändern, weil wir dieses riesige Datenvolumen, was wir brauchen werden und was auch jeden Tag neu generiert wird, mehr erzeugt wird, natürlich irgendwo abspeichern müssen. Das wird in Clouds liegen. Das wird gar nicht anders machbar sein, als es in Clouds abzusichern. Nur auch da ist es dann notwendig, dass wir die nötigen internationalen Sicherheitsorganisationen aufbauen. Da gibt es eine Datenschutzgrundverordnung in der EU. Ich wünsche mir, dass die übernational arbeitet, auch übereuropäisch arbeitet. Es muss möglich sein, das auch mit den Amerikanern zusammen zu organisieren. Besonders nach der Gerichtsentscheidung, der berühmten Safe Harbor-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und ich nenne das Stichwort finanzielle Rahmenbedingungen und Besteuerung. Ich weiß, dass in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, steuerlich nicht allzu viel drin ist. Machen wir uns nichts vor. Wir stehen vor gewaltigen, auch finanziellen Herausforderungen durch die Flüchtlingskrise, und das wird auch so schnell nicht beendet sein. Aber dennoch müssen wir in den Bereichen, wo es notwendig ist, darauf achten, dass wir zumindest keine Verhinderungspolitik steuerlich machen. Dazu gehört für mich auch eine vernünftige Regelung der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen bei Streubesitz. Wir haben das immer wieder diskutiert. Zusätzliche Steuern dort einzuführen ist kontraproduktiv, denn wir sind darauf angewiesen, gut funktionierende junge Unternehmen zu haben. Und last but not least, ein weiteres Stichwort, und da bin ich auch froh, dass viele Kollegen, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen, hier sind, das ist das Stichwort Bildung. Wir müssen natürlich erkennen, dass die Situation sich vollkommen verändert hat. Wir brauchen lebenslanges Lernen. Es wird nicht mehr funktionieren, dass man irgendwann mal seine Schul- oder Universitätsausbildung beendet hat und dann meint, das war's bis dahin. Es wird sich aufgrund der Menge an Daten, an der Menge an zusätzlicher Informationen, die Sie täglich bekommen, so viel verändern, dass es meiner Meinung nach völlig unabwendbar ist, dass das auch ständig nachgeholt wird, nachgelernt wird. Wir brauchen Problemlösungskompetenz, wir brauchen strukturierte Herangehensweise, wir brauchen Eigenständigkeit und wir brauchen ein gutes Stück auch Neugier und Robustheit. Natürlich wird das unter Umständen in bestimmten Bereichen bei einfachen Tätigkeiten dazu führen, dass Tätigkeiten auch wegfallen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt das gleich schon wieder als Risiko betrachten, machen wir einen riesigen Fehler. Ich sehe eher die Chance, dass sich das verändert, dass sich das weiterentwickelt, dass da zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Und da bin ich ziemlich optimistisch. Und für diese politischen Herausforderungen brauchen wir auch einen wirtschaftspolitischen Kompass. Ich bin überzeugt, dass wir das mit unserem System, was für uns immer erfolgreich war, mit der sozialen Marktwirtschaft schaffen können. Denn auch in den bisherigen großen Transformationsprozessen in Deutschland sind wir damit gut gefahren. Ludwig Erhard Adenauer, die Zeiten des Aufbaus, aber auch die Zeiten der Wiedervereinigung haben gezeigt, dass wir mit der sozialen Marktwirtschaft ein Instrument haben, was wir weiterentwickeln. Und mit einer Wirtschaft 4.0 muss eine Ordnungspolitik 4.0 einhergehen und auch eine soziale Marktwirtschaft 4.0. Wir müssen das weiterentwickeln, ja. Können wir aber auch, und ich sehe die Chance da drin. Gerade in Umbruchphasen liegt die Betonung dabei auf Markt und Wettbewerb. Denn nur da, wo Wettbewerb ist und ein Markt vorhanden ist, entstehen auch die besten und für die Kunden, für die Bürger die besten und günstigsten Lösungen. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, das muss unser Ziel sein. Am allerwichtigsten ist aber, Wirtschaft 4.0 müssen wir als Chance begreifen. Und wir müssen diese Chance auch wollen. Es gibt leider, wie es bei uns in Deutschland leider auch ein Stück weit zu häufig ist, einen Haufen Bedenkenträger, die dann als erstes sagen, ja, Big Data, Datenkrake oder Clickwork, Prekariat, Stichworte, die sich neu gebildet haben, oder die Internet-Multis in den USA sind schon so groß, dass wir sowieso keine Chance mehr haben.
Das halte ich für völlig falsch. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, wir haben die Chance, wir müssen sie nur nützen und wir müssen es auch wollen. Denn wer, wenn nicht Deutschland, kann das machen? Wir haben Spitzenunternehmen, wir haben über 1500 Welt-Champions, Hidden Champions in Deutschland. Wir haben große Unternehmen, die hervorragend aufgestellt sind. Und deswegen bin ich optimistisch, dass Deutschland das schaffen kann. Und die Innovationsfreude in diesem Land ist immer noch gegeben. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf unseren Kongress heute Nachmittag, bin Ihnen dankbar, dass Sie gekommen sind und wünsche Ihnen einen spannenden Nachmittag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Michael Fuchs, dies ist einer von mehreren Wirtschaftskongressen, die wir seit dem Frühjahr diesen Jahres in unserer CDU-CSU-Bundestagsfraktion durchführen. Wirtschaftsgespräche nennen wir dies. Für Michael Fuchs ist es, glaube ich, schon der vierte Durchgang eines solchen Fachgesprächs und Kongresses. Und es zeigt, wie wichtig wir die Themen nehmen, die auch für unsere Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Dir, lieber Michael, herzlichen Dank dafür, dass du diesen Kongress vorbereitet und durchgeführt hast und natürlich diese Themen auch begleitest. Er hat ein Aufgabengebiet, das von wunderschönen Themen nur so strotzt. Ich nenne vor allem das bei ihm besonders beliebte Thema der Energiewende. Und auch dieses Thema Energiewende hat natürlich etwas mit Digitalisierung zu tun, dazu gleich nachher. Dieses Thema Wirtschaft in unserem Land ist eine der zentralsten Aufgaben. Wir reden heute von morgens bis abends über das Thema Flüchtlinge, wie wenn es überhaupt nichts anderes mehr gäbe. Es gibt aber noch viel anderes, was uns beschäftigt. Aber vor allem beschäftigt uns natürlich die wirtschaftliche Entwicklung, denn die Integration der Flüchtlinge wird nicht zum Nulltarif stattfinden. Und deswegen brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft. Und wir brauchen diese Wirtschaft auch, weil Integration natürlich auch etwas mit Arbeitsplatz zu tun hat, um sein Leben aus eigener Kraft gestalten und finanzieren zu können. Und deswegen ist der Hinweis, wir dürfen über die ganze Flüchtlingsthematik die Wirtschaftspolitik nicht vergessen, völlig richtig. Und wir wissen natürlich, dass die Wirtschaft vor neuen großen Herausforderungen steht. Und es hängt natürlich mit dem Thema digitale Agenda zusammen. Und ich habe schon sehr frühzeitig mich mit diesem Thema Digitalisierung beschäftigt, weil ich einen Wahlkreis habe, in dem fast ausschließlich mittelständische Wirtschaft tätig ist und zu einem großen Teil Wirtschaft als Zulieferer zu großen Firmen, vor allem zur Elektroindustrie, Bosch, zu Automobilindustrie, Maschinenbau. Und dort war schon immer das Thema, natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Effizienz und des Kostendrucks, wer muss eigentlich die Lagerhaltung zahlen? Und so sind die Großen auf Just-in-Time gekommen und die Kleinen haben das Lager auf die Straße verlegt. So war die Geschichte. Und jetzt kommt die Frage der Großen, der Automobilindustrie, können wir Just-in-Time nicht ersetzen durch Digitalisierung? Und da fragen meine Mittelständler, was bedeutet das denn jetzt? Und dann sage ich denen, das heißt wie folgt. Am Montagmorgen kommst du in deine Firma und dann wirst du sehen, dass 2/3 deiner Fertigungszentren laufen und 1/3 nicht. Und dann wirst du deinen Produktionsleiter fragen und dann wird er sagen, Daimler hat entschieden in Sindelfingen, dass wir die restlichen Drittelmaschinen erst heute Mittag brauchen. Und deswegen haben sie die mal abgeschaltet. Und nur die werden eingeschaltet.
Und dann sagt er, ja, und das heißt, die gestalten meine Firma. Natürlich wird das gestaltet. Und da hat der Mittelständler Sorge, wie weit greifen die in meinen Produktionsprozess? Und vor allem, was jeden schwäbischen Mittelständler interessiert, was sehen die da dabei? Und was können die da für die Kostenkalkulation draus machen? Das sind die entscheidenden Fragen, die die bewegen. Und da kommt der eine oder andere auf die Idee und sagt zu mir, weißt du, da mache ich einfach nicht mit. Und dann sage ich dem, das wird noch eine Weile gut gehen. So lange, bis man dich durch einen ersetzen kann, der an der Digitalisierung mitmacht. Das wird ganz einfach laufen. 2-3 Jahre funktioniert das und dann bist du bei Bosch abgeschaltet oder bei Daimler. Und dann überlegen die sich das und müssen auch genau schauen, dass sie an diesem Prozess teilnehmen. Und da, finde ich, ist noch Überzeugungsarbeit in größerem Umfang notwendig. Da müssen nicht nur die Politik, sondern da müssen die Kammern mitmachen, um die Mittelständler davon zu überzeugen. Weil auf der anderen Seite nutzen die Mittelständler natürlich dieses digitale System auch, indem sie sich Pläne zuliefern lassen, indem sie Teile outgesourced haben, die sie gar nicht mehr drin haben, die sie natürlich auch über Digitales abrufen, indem sie mit Planungsbüros zusammenarbeiten. Man wird sich also dieser Entwicklung nicht verschließen können. Natürlich ist dies alles nicht zum Nulltarif zu haben. Es werden Kosten auf die Wirtschaft zukommen, diese Digitalisierung voranzubringen. Und es wird zu einem weiteren Produktivitätsschub führen. Und natürlich fragen uns da auch viele Menschen, bedeutet das für uns Gefährdung unseres Arbeitsplatzes? Und junge Menschen, die nicht alle Einstein sind, sondern die in unseren Berufsschulen Mechaniker lernen, Elektromechaniker lernen, viele andere Berufe fragen, gibt es da für uns in Zukunft überhaupt noch eine Chance oder kommen nur noch die Nerds zum Zug? Und auf diese Fragen müssen wir Antworten geben. Aber keine Antworten, und das hat Michael Fuchs zu Recht gesagt, die heißen, mach dir mal keine Sorgen, wir werden das noch mal ein bisschen auf die Seite schieben. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns dieser Aufgabe, dieser Herausforderung positiv stellen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wer mit Angst und voller Hose an eine Aufgabe geht, der soll es lieber gleich bleiben lassen. Das wird nämlich nichts. Das ist übrigens in der Flüchtlingspolitik genau das Gleiche. Wer mit lauter Sorgen, Bedenken und was da alles an so eine Aufgabe geht, wird sie nicht bewältigen. Denn die Psychologie, ich kann das schaffen und ich werde das bewältigen, ist ganz entscheidend dafür, dass wir vorankommen. Und natürlich ist die nächste große Sorge, wenn ich mich jetzt schon damit abfinde, dass ich in meinem Betrieb die Digitalisierung vorantreiben muss und dass andere noch mehr von außen reinschauen können, was ich da mache, ist die Frage, ist die ganze Sache auch sicher? Sagt der Mittelständler zu mir, wenn ich sage, das ist sicher, dann sagt er, dir glaube ich das schon mal gar nicht. Denn ich habe in der Zeitung gelesen, die haben dich und die Kanzlerin abgehört. Und du willst mir sagen, das sei sicher. Das heißt also, allein die Aussage, das ist sicher, wird nicht reichen. Sondern wir werden schon auch ganz intensiv nachweisen müssen, dass es Systeme gibt, wo die Daten sicher gespeichert werden können. Ich bin sehr froh, dass auch jetzt deutsche Firmen, aus Baden-Württemberg einige, sich auf den Weg gemacht haben, hier einen Sicherheitsstandard zu entwickeln. Und ich glaube, dass da auch eine große Chance liegt. Da wird noch viel zu wenig darüber gesprochen. Es muss gerade aus deutschen Firmen heraus Sicherheitstechnik entwickelt werden.
Ich kann bis zum heutigen Tag nicht verstehen, warum es nicht gelingt, Handyverbindungen abhörsicher zu gestalten. Das wäre doch ein Riesengeschäft, wenn das gelänge. Da muss doch mal einer, zumindest mal ein schwäbischer Tüftler auf der Schwäbischen Alb auf die Idee kommen, das hinzukriegen. Das verlange ich einfach. Das gehört dazu, dass man auf... Denn das würde manches Problem, wenn wir mehr Sicherheitstechnik haben. Ich verlange ja gar nicht, dass wir jetzt einen Konzern aufbauen auf der Schwäbischen Alb, der Amazon niedermacht. Wenn es gelänge, wäre es mir auch recht. Aber das wird natürlich nicht gelingen. Aber dann müssen wir doch in anderen Bereichen, wo große Not herrscht und wo noch keine entscheidenden Entwicklungen gemacht worden sind, die voranbringen und vorantreiben. Dass da die Amerikaner zu einem großen Teil kein Interesse haben, ist auch klar. Weil die wollen natürlich, dass sie an die Daten rankommen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, die Datensicherheit herzustellen. Und der nächste Bereich ist, dass wir nicht nur davon reden, Industrie 4.0, wir reden jetzt ja schon von Wirtschaft 4.0. Es wird nämlich die ganzen Bereiche, auch des Dienstleistungssektors, erfassen. Handwerk, Gastronomie, alles wird davon betroffen sein, aber auch natürlich, eigentlich kann man sagen, Gesellschaft 4.0, weil es wird die gesamte Gesellschaft sich verändern und wird von dieser Digitalisierung betroffen sein. Da ist noch das kleinste Problem, bin wirklich total erfreut. Das ist eine der wenigen Veranstaltungen, wo ich spreche, wo Sie nicht nebenher alle diesen hier machen, um ihre E-Mails abzurufen oder so. Wenn noch mehr junge Leute da wären, wäre es wahrscheinlich der Fall. Die beiden jungen Damen haben es gerade vorhin weggesteckt, habe es gesehen. Aber es findet natürlich ständig statt, ja, hier einer, dass nebenher immer nur an diesem Thema gearbeitet und herumgespielt wird. Und das heißt, die Gesellschaft ist damit befasst. Und wir müssen den Menschen auch sagen, dass dies natürlich gute Entwicklungen bringt, aber nicht jede Entwicklung müssen wir auch verfolgen. Also ich weiß überhaupt nicht, was mein Rasierapparat mit meinem Kühlschrank reden soll. Das habe ich überhaupt noch nie verstanden. Oder wenn man mir droht, du wirst morgens von einer Stimme geweckt werden, die dir sagt, du musst aufstehen und zum Arbeiten gehen. Oder wenn ich die Vision erlebe, dann wird mir auch noch gesagt, das Auto steht draußen, du brauchst nur einsteigen, dann fährt es los, du musst nur sagen, wo wir hin. Und dann erfahre ich, dass gerade ein Gesetzgebungsverfahren im Laufen ist, mit einer schönen Geschichte. Smart Meter heißt das Ding, also wo der Stromverbrauch, ja, Herr Pfeiffer, wir kommen gleich dazu, wo der Stromverbrauch gemessen und kontrolliert wird. Dann habe ich gesagt, also man muss bei aller Digitalisierung natürlich auch verhindern, dass eine Kontrollwut des Staates um sich greift. Dass alles kontrolliert wird, was da gemacht wird. Dann habe ich heute Morgen den Wirtschaftsminister getroffen, der hat schon von meinen Attacken gegen die Kontrollwut gehört und hat gesagt, Sie sind ja gar nicht betroffen, denn 8000 Kilowattstunden haben Sie gar nicht. Deswegen müssen Sie es auch nicht nehmen. Dann habe ich gesagt, dann bin ich wenigstens mal da beruhigt. Die Kanzlerin hat mir schon versprochen, sie wird auf 9000 hochgesetzt, damit ich meine Sorgen los bin. Aber natürlich, jedes mittelständische Unternehmen ist da. Und die werden gar nicht gefragt, ob sie das machen wollen oder nicht, sondern sie müssen es machen und müssen auch noch die Kosten dafür bezahlen. Und da, finde ich, müssen wir etwas übernehmen, was wir aus der Medizin, auch in meinem Wahlkreis groß zu Hause, Technik gelernt haben. Dass wir ein System, ein Diagnosesystem und eine Diagnostik nur einsetzen, wenn wir auch eine sinnvolle Therapie dafür haben. Und deswegen möchte ich schon wissen, wenn einer einen Smart Meter einbauen muss, ob er dann wirklich damit rechnen kann, dass sich das lohnt und dass er damit auch eine Entscheidung treffen kann, die seine Firma weiterführt. Zu unterbreche ich kurz und begrüße die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel, bei uns.
Und deshalb haben wir natürlich in der Gesetzgebung hier schon die Aufgabe, das voranzubringen und dafür zu werben und die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass sich etwas ändert. Im Übrigen glaube ich, Michael, dass die Einführung der Dampfmaschine geradezu etwas für den Kindergarten war gegenüber dem, was jetzt gerade auf uns zukommt mit der digitalen Wende und Revolution. Im Übrigen sollte man vielleicht im Hinblick auf manchen Mittelständler nicht von einer digitalen Revolution sprechen, sondern von einer Evolution, die wir alle miteinander beherrschen können. Revolutionen haben meine Mittelständler nicht so gern, weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Und deswegen glaube ich, muss auch klar sein, dass wir ganz offen sagen, was mit den Daten passiert. Und auch da muss jeder eine Möglichkeit haben, zu sagen, nein, das will ich nicht. Da muss klar sein, muss der mittelständische Betrieb damit rechnen, dass seine Verbrauchsdaten jetzt alle im Internet eingestellt werden, abgerufen werden können von Konkurrenz und Mitbewerbern. Wie kann das geregelt werden, dass es nur zwischen denen bleibt, die wollen, dass sie auch ihre Daten austauschen? Da haben wir noch eine ganze Menge miteinander zu tun. Aber immer auf dem Hintergrund nicht abwehren, sondern offensiv vorangehen. Und natürlich, und da möchte ich schon, Michael, da hast du recht, unterstützen, die Firma Thyssen baut in meinem Wahlkreis das spektakulärste Turmprojekt in Deutschland, nämlich einen 450 Meter hohen Turm, in dem sie ihre Aufzüge testen. Und dort haben sie mir schon gesagt, was sie mit den Daten alles machen, wenn dann später mal die Aufzüge in Betrieb sind. Das ist alles in Ordnung. Und dann habe ich zum Chef von Thyssen gesagt, aber wenn Sie meinen Aufzug in meinem Haus kontrollieren und mit meinen Daten ein Geschäft machen, dann will ich schon mal wissen, wem die Daten gehören. Dann hat er mich angeguckt, natürlich mir. Dann habe ich gesagt, nee, das ist mein Aufzug. Und auch über diese Fragen muss mal gesprochen werden. Wie kann man die ganzen Datenmenge, die gesammelt werden, und mit denen ein neues Geschäftsprojekt, ein neuer Geschäftszweig gemacht werden? Wer hat eigentlich das Recht am Ertrag dieser Daten? Also eine ganze Reihe von Fragen. Aber ich bin zuversichtlich und optimistisch, dass dies gelingt. Und ich kann alle nur auffordern, sich dem Thema nicht zu verweigern. Einem Thema, das kommen wird, und wer nicht mitmacht, bleibt auf der Strecke. Um das mal ganz einfach so zu formulieren. Wir müssen Rahmenbedingungen dafür schaffen, aber, und damit will ich schließen, weil jetzt ja Sie alle auf die Bundeskanzlerin warten, es kann nicht nur die Forderung sein, die ich immer wieder höre, also es muss etwas geschaffen werden, um Kapital für neue Ideen, Start-ups zu finden. Da erzähle ich Ihnen mal die Wahnsinnsgeschichte, die ein junger Mann bei einem Kongress der CDU Deutschlands uns erzählt hat. Der hat gesagt, ich bin Mediziner. Und dann habe ich gesehen, dass jeden Monat Hunderte von Arbeiten aus der Wissenschaft kommen, wo nichts funktioniert hat. Der hat halt mit dem Arbeit keinen Erfolg gehabt. Und dann habe ich gedacht, wenn wir alle Arbeiten, die keinen Erfolg gebracht haben, die gescheitert sind, zusammenführt und abgleicht, dann kommt vielleicht aus dieser Summe von Arbeiten, die nichts gebracht haben, ein Ergebnis raus. Und da habe ich ein Modell entwickelt. Dann habe ich zu meinem Chef, Professor X, gesagt, ich möchte nicht mehr meine Oberarztstelle machen, sondern ich möchte mich dem Projekt widmen, ob er mir helfen kann. Hat der gesagt, der Professor, Sie sind verrückt, kümmern sich um Ihre Patienten, lassen das Ding laufen. Kein einziger in Deutschland hat ihm auch nur einen Cent gegeben für diese Idee. Und dann ist er nach Amerika. Und dort ist er auf dem Kongress und hat er Bill Gates getroffen. Und dann hat der das dem Bill Gates erzählt und hat der Bill Gates gesagt, ob das was wird? Wie viel brauchen Sie denn? Dann hat er gesagt, ja, 30 Millionen, 40 Millionen, hat der Bill Gates gesagt. Also da kriegen Sie mal 100 Millionen und wenn das Ding funktioniert, gehört die Hälfte der Firma mir. Und dann hat der angefangen, wenn der auf die Deutsche Bank, die Sparkasse,
die Volksbank angewiesen wäre, wäre der heute noch Oberarzt. Aber seine Firma hat großen Erfolg und genau das ist eingetreten, was der gesagt hat. Jetzt plädiere ich nicht dafür, dass man jedes Risiko eingeht, aber ein bisschen muss man aus der deutschen Wirtschaft es auch unterstützen und nicht nur nach dem Motto leben, wenn die Bank keinen Kredit gibt und die Politik kein Geld hineinschuckt, um das zu fördern, dann passiert nichts. So wird der Wirtschaftsstandort nicht vorankommen. Jeder muss an seinem Platz seinen Beitrag leisten, dass es passiert. Start-ups unterstützen. Wir werden unseren Beitrag leisten. Und dass wir auch alle sagen, wir sind auf einem guten Weg in ein modernes Deutschland. Und wir müssen, wenn wir an der Spitze bleiben wollen, hier vorankommen. Und da kann ich nur sagen, als Abschluss, da habe ich gerade im Augenblick eine ganze Reihe wichtiger Gespräche, deswegen ist der Satz mir so wichtig. Immer davon ausgehen, es kommen so viele, die sagen, Herr Kauder, könnten wir nicht da und da helfen. Nein, der erste Satz heißt, Innovation vor Subvention. Dann funktioniert vieles in unserem Land. Herzlichen Dank. Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken, lieber Michael Fuchs, für die Einladung, lieber Volker Kauder, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und liebe Gäste dieses Kongresses. Sie haben ja schon einiges gehört und wir werden nachher auch noch diskutieren. Wir erleben in der Tat, ja, ob wir eine Evolution erleben oder doch eher eine Revolution, ich weiß es nicht, ist auch müßig zu sagen, wir erleben lauter neue Dinge. Autos, die selbstständig fahren können, zumindest schon einparken können, Kühlschränke, die wissen, was fehlt, Smartphones, die auf viele Fragen eine Antwort haben. Vieles davon haben wir vor wenigen Jahren noch als Fantasie empfunden und heute ist es einfach nahe der Realität oder schon Realität. Und die digitale Technologie ist eben Schrittmacher einer ganz rasanten Entwicklung, wenn man überlegt, dass Leibniz schon den binären Code erfunden hatte, hat es lange geschlummert, was man damit machen kann. Dann hat Konrad Zuse den ersten Computer gebaut, das heißt inzwischen in Deutschland auch fast vergessen, dass wir den ersten Computer hatten und dann hat die Entwicklung des Digitalen ihren Siegeszug angetreten. Und natürlich wird es alles durchdringen, die industrielle Fertigung, aber vor allen Dingen auch unser persönliches Leben. Es wird Auswirkungen haben auf die Frage der Kommunikation insgesamt, der Lebensgestaltung. Und es wird wie jede neue technische Entwicklung große Segnungen geben. Und es wird auf der anderen Seite Dinge geben, mit denen wir auch zu leben lernen haben, wo wir Vorsicht walten lassen müssen, wo wir Vorsorgemaßnahmen treffen müssen. Das heißt, mit dieser neuen Technologie ist auch nicht etwas qualitativ dahingehend Neues eingetreten, dass eine Technologie als solche einfach gut oder schlecht ist. Sie ist da und der Anspruch der Menschen ist, dass man sich diese Technologie auch zum Nutzen macht, aber nicht, dass sie uns beherrscht. Und da haben wir sicherlich einiges zu tun in diesem Sinne, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wir haben erlebt, dass viele, gerade die Konsumenten, beeindruckenden Produkte eben nicht mehr aus Deutschland und aus Europa kommen, sondern aus den Vereinigten Staaten von Amerika oder aus den asiatischen Regionen. Und wir sind jetzt an einer entscheidenden Stelle angelangt bei der Frage, wie durchdringt die Digitalisierung auch die industrielle Produktion. Das ist für uns volkswirtschaftlich von allergrößter Bedeutung. Denn es ist nicht entschieden, ob die klassische industrielle Produktion eines Tages mal der hintere Teil der verlängerten Werkbank wird oder aber ob wir es schaffen, eine gleichberechtigte Balance von digitaler Technologie und klassischer industrieller Fertigung hinzubekommen, mit der wir dann sozusagen auch weiter weltweit reüssieren können. Denn wir sind ein Land mit einem sehr hohen Industrieanteil, noch über 20%. Und das ist im Augenblick ja auch unsere Stärke. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass die digitalen Technologien zuerst uns
sozusagen entgegengetreten sind, mal abgesehen von unseren persönlichen Erfahrungen mit Handys und Smartphones, in Form der internationalen Finanzwirtschaft. Die digitalen Möglichkeiten der Verarbeitung von Finanzmarktprodukten haben die Intransparenz der Finanzmarktprodukte ermöglicht. Die Tatsache, dass digitale Informationsübermittlungen keine Grenzen kennen, hat in der Finanzwirtschaft die Globalisierung Realität werden lassen, noch bevor wir nationale oder supranationale Regelungen machen könnten. Und im Prinzip ist der gesamte G20-Prozess auf der Staats- und Regierungschefsebene ein nacheilender Prozess der Regelfindung, nachdem wir den ersten großen Crash mit dem Missbrauch von Finanzmarktprodukten erlebt haben. Stichwort Derivate. Ohne digitale Verarbeitungsmöglichkeiten ist es völlig unmöglich, solche Finanzmarktprodukte zu schnüren, auch zu schnell darauf zu reagieren. Und natürlich auch das gesamte Börsenwesen hat sich durch die digitalen Möglichkeiten extrem verändert. Die Bundesregierung hat in der jetzigen Großen Koalition die digitale Agenda entwickelt als Teil unserer Koalitionsvereinbarung. Und wir versuchen in dieser digitalen Agenda allen Aspekten, die wir brauchen, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, aber auch die notwendigen Innovationen voranzutreiben, gerecht zu werden. In knapp 2 Wochen werden wir den IT-Gipfel hier in Berlin haben. Und dieser Kongress dient ja auch ein Stück weit der Vorbereitung dieses IT-Gipfels. Der IT-Gipfel ist eine jetzt schon sozusagen eingespielte Kooperation von Telekommunikationsunternehmen, Start-ups, Regierung und natürlich auch Nutzern. Und ich will ausdrücklich sagen, dass sich in dieser Kooperation im Rahmen des IT-Dialogs etwas herausgestellt hat, schon seitdem wir das tun, seit einigen Jahren, was wir aus der klassischen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gar nicht so kennen. Es ist ein sehr gleichberechtigter Prozess, es ist ein Prozess sehr flacher Hierarchien. Es ist nicht ein Prozess der gegenseitigen Forderungen, also ihr macht mal bitteschön Politik dies und das und der Erwartungen politischerseits, was nun bitteschön die Wirtschaft zu machen hat, sondern es ist ein sehr viel kooperativerer Prozess, weil man immer gemeinsam ins Neuland geht und versucht gleichermaßen Rahmenbedingungen politischer Art und technologische Innovationen zeitgleich voranzubringen. Wir haben natürlich dann im Rahmen unserer digitalen Agenda erstmal zu tun mit der ganzen Hardware-Frage, sage ich mal, dass einfach Informationen übermittelt werden können. Da haben wir ja schon alle Hände voll zu tun. Sie kennen unsere Ziele 2018, 50 Megabit pro Sekunde für jeden Haushalt. Das ist gut, das ist richtig. Wir haben jetzt auch durch eine vergleichsweise zügige Frequenzversteigerung Fördermittel erreicht. Wir haben einen Förderrahmen abgesteckt. Die Förderverordnung ist jetzt gerade verabschiedet worden im Kabinett. Damit kommen wir ein ganzes Stück weit voran. Alexandra Dobrindt hat auch mit der Netzallianz ein Gesprächsforum geschaffen, in dem auch die privaten Innovationen gut vorangetrieben werden. Und ich glaube, wir haben allen Grund, dieses uns selbst gesetzte Ziel zu erreichen. Im Übrigen sind wir durch die Frequenzversteigerungen, die wir zum Teil ja auch von den öffentlichen Fernsehanbietern, Rundfunkanbietern bekommen haben, jetzt in der Lage, auch ein Frequenzspektrum zur Verfügung zu haben, was nicht nur für 3G und 4G geeignet ist, sondern zukünftig auch in Richtung 5G sicherlich verwendbar sein wird. Aber auch da wird man noch bei den Frequenzspektren weiterarbeiten müssen. Wir wissen, dass wir mit diesem 50 Megabit pro Sekunde einiges können. Das reicht auch für den klassischen privaten Gebrauch heute ganz gut aus. Für zukünftige Anwendungen wird das nicht ausreichen. Und wenn man an Telemedizin denkt oder an andere hochpräzise Datenübermittlungen, dann braucht man größere Bandbreiten und man braucht vor allen Dingen große Bandbreiten, um Parallelnutzungen zu ermöglichen. Und wenn ich das Thema Netzneutralität nenne, was wir jetzt gerade durch das Telekommunikationspaket der Europäischen Kommission, was jetzt verabschiedet wurde von Rat und Parlament, nehme, Sie können Netzneutralität ernsthafterweise nur überhaupt ins Auge fassen, also unterschiedliche Priorisierungen, wenn Sie eine große Bandbreite haben, in der Sie erst einmal jedem einen Zugang ermöglichen und dann in einer kleinen Menge noch erlauben, Spezialnutzungen zuzulassen.
Die brauchen wir aber, denn der Gedanke, dass während telemedizinischer Untersuchungen oder eines Tages sogar mal Fernoperationen irgendwie die Datenübermittlung nicht richtig funktioniert, ist nicht besonders angenehm. Über die Sicherheitsfragen möchte ich jetzt nicht sprechen, wenn dann sozusagen die endoskopische Operation genau andersrum verläuft, als sie eigentlich geplant ist oder so. Man muss also auch hohe Sicherheitsstandards natürlich haben. Wir haben sichergestellt, dass wir jetzt auch die WLAN-Nutzung im öffentlichen Raum besser hinbekommen durch eine Änderung des Telemediengesetzes. Das heißt also, wir werden in Hotels, in Gaststätten und an anderen öffentlichen Orten doch die Möglichkeiten der WLAN-Nutzung verbessern. Das war auch eine lange und komplizierte Diskussion, bei der man wie immer auch vieles zu beachten hatte. Und natürlich müssen wir auch aufpassen, dass man sich durch kostenlose WLAN-Zugänge natürlich nicht zum Beispiel Inhalte bemächtigt, die im Grunde auch eine Wertschöpfung darstellen und für die man auch bezahlen muss. Aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Zugang geschaffen. Wir sind vorangekommen in Bezug auf das IT-Sicherheitsgesetz. Hier ist auch unsere Wirtschaft zum Teil noch sehr zurückhaltend. Ich finde oder glaube aus falschen Gründen. Es ist die Wirtschaft hat oft Angst, wenn sie melden muss, dass bestimmte Angriffe auf ihre Infrastruktur stattfinden, weil sie denkt, das ist rufmindernd. Aber ich glaube, wir müssen einfach wissen, dass wir in einer Welt leben, in dem das jedem passieren kann und wo der Staat schon einen gewissen Übersicht dazu braucht, wie wir, welchen Angriffen wir ausgesetzt sind. Denn sonst können wir aus der Art der Angriffe auch nicht lernen und das wird absolut notwendig sein. Und die Bundesregierung muss auch oder arbeitet auch in den verschiedenen Bereichen natürlich an Cyberabwehrstrategien, die für uns von großer Bedeutung sind. IT, die gesamten Fragen der digitalen Agenda sind natürlich zutiefst europäische Fragen. Wenn wir den Binnenmarkt haben, dann brauchen wir auch einen digitalen Binnenmarkt. Und den zu erreichen, das stellt sich im Augenblick noch zum Teil sehr schwierig dar. Aber Günther Oettinger als unser Kommissar hat hier eine mutige Agenda aufgestellt. Der erste Erfolg war das Telekommunikationspaket, das allerdings von einigen Sachen entkernt wurde. Wir haben jetzt die Netzneutralität behalten und die Roaminggebühren ab einem bestimmten Zeitpunkt, was dann natürlich auch konsumentenfreudig ist. Wir haben nach wie vor große Fragen des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Kommission. Wir haben sehr, sehr viele Telekommunikationsanbieter in Europa. Gemessen an denen in China, an denen in den Vereinigten Staaten von Amerika, so viele, dass berechtigte Fragen auftauchen, ob da jemals eine Investitionskraft aus so kleinen Unternehmen erwächst, die Durchschlagskraft entwickeln, die man global braucht. Deshalb werten wir es jetzt schon als einen Erfolg, dass wir die Wettbewerbskommission dazu gebracht haben, eine Untersuchung anzustellen über die relevanten Märkte, damit vielleicht als Ergebnis dieser Studie oder Untersuchung dann auch andere Fusionsmöglichkeiten entstehen und die Zersplitterung des europäischen Marktes nicht mehr so groß ist, was uns dann eben auch mehr Schlagkraft verleihen würde. Wir haben große Probleme beim Frequenzmanagement. Deshalb haben wir das Telekommunikationspaket jetzt auch ohne dies verabschiedet. Jeder hat seine Frequenzbereiche. Wir müssen aber natürlich im grenzübergreifenden Raum dann zu gemeinsamen Frequenzen kommen. Und wenn ich Günther Oettinger glauben kann, dann ist für 5G, um das wirklich vernünftig nutzen zu können, dann wirklich ein einheitlicher Frequenzrahmen im europäischen Bereich die Voraussetzung. Wir haben intensive Verhandlungen geführt über die Datenschutzgrundverordnung. Das hat bei uns der Bundesinnenminister gemacht im Justiz- und Innenministerrat. Die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt zwischen Kommission und dem Rat geeinigt, ist im Trilogverfahren beim Parlament. Und hier müssen wir sehr aufpassen, dass die richtige Balance von Big Data Mining und also Verarbeitung von großen Datenmengen und dem Datenschutz nicht wieder aus der Balance geht. Nach meiner Auffassung ist schon der Kompromiss zwischen Kommission und Rat an dem Ende dessen, was noch ein vernünftiges Big Data Management möglich macht. Wenn das jetzt nochmal zulasten des Datenschutzes verändert wird durch den Trilog, dann kriegen wir ein Problem. Es wird viel über das Level Playing Field mit den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen. Wir haben das Safe Harbor
Urteil jetzt gehabt, was uns in einen Zustand der schweren Rechtsunsicherheit stürzt, weil es keinerlei Übergangsfristen gibt. Und ich bin sehr froh, dass die Kommission deutlich gemacht hat, dass sie innerhalb von 3 Monaten hier versuchen will, in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten wieder Rechtsklarheit hinzubekommen. Das ist sehr ambitioniert, aber wir brauchen das dringend. Es gibt Beispiele von Unternehmen, die einfach aus meinetwegen amerikanischen Unternehmen in Europa, in Deutschland, die ihre Lohnabrechnung in Amerika machen, die wissen zurzeit überhaupt nicht, auf welcher Grundlage genau die Datenübertragung erfolgen kann. Und das ist sehr, nicht sehr schön. Hier zeigt sich natürlich auch, dass auch durch die Rechtsprechung ein sehr hohes Maß an Datenschutz erwartet wird. Und wir leben da schon in einem gewissen Zwiespalt, weil in den Vereinigten Staaten von Amerika der gesamte Angang anders ist als bei uns. Es ist eher alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist, während bei uns erstmal alles verboten ist, was nicht explizit erlaubt wird. Und diese beiden Schnittmengen dann wirklich übereinander zu bringen, ist nicht so einfach. Und deshalb hat es auch eine hohe kulturelle Komponente, sage ich mal. Und wenn jetzt verlangt wird, dass in der Zusammenarbeit man nur noch zusammenarbeiten kann mit Unternehmen, die die gleiche Philosophie des Datenschutzes verfolgen, dann wirft es natürlich Probleme auf. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, dass es auch sehr wichtig ist, dass in Europa, und das ist das, was die Kommission noch leisten muss, nur Datenverarbeitung oder nur Produktverarbeitung stattfinden kann. Und das ist genau die Datenschutzgrundverordnung nach europäischen Standards. Denn heute haben wir einen Zustand, wo Daten von Individuen nach Amerika übertragen werden, dann dort verarbeitet werden, das Produkt hier wieder genutzt wird, aber unsere eigenen Telekommunikationsanbieter gleiche Produkte nicht herstellen können, weil die Informationsverarbeitung nicht auf dem Gebiet, weil die nicht so erlaubt ist. Und es ist ja so, als wenn wir, wenn man es aus der realen Welt nimmt, Produkte bekommen, die ich nur herstellen kann auf der Grundlage von Ingredienzien, die bei uns gar nicht erlaubt wären. Und dann kriege ich plötzlich ein Produkt und das darf ich dann wieder verkaufen. Und damit habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten der Wertschöpfung und wir sind dann in einem klassischen Wettbewerbsnachteil. Wir haben mit dem französischen Präsidenten und ich haben einen sozusagen regelmäßigen Diskussionsaustausch mit dem European Roundtable, also führenden europäischen Unternehmen, an denen auch immer der Kommissionspräsident teilnimmt. Da versuchen wir also, diesen europaeinheitlichen Angang an die gesamten Fragen der digitalen Agenda auch wirklich voranzubringen. Ich will dann noch kurz erwähnen, dass sich natürlich wesentliche Industriezweige in Deutschland, der Maschinenbau, aber vor allen Dingen der Automobilbau, sehr entwickeln in Richtung auch der Verschmelzung mit der digitalen Welt. Das digitale Testfeld Autobahn auf der A9 ist ein Beispiel und ich bin sehr beruhigt, seitdem ich verstanden habe, dass nicht permanente Bandbreiten zur Verfügung stehen müssen entlang der Autobahn, sondern dass die Autos selbst miteinander kommunizieren und man deshalb sich nicht so eine Sorgen machen muss um verfügbares Internet entlang der Autobahn, sondern dass das aus den Dingen selbst herauskommt. Wir werden eine Vielzahl von Definitionsfragen haben, beginnend mit der Frage, was ist ein Auto, wenn kein Fahrer hinterm Steuerrad sitzt, bis hin zu vielen anderen Dingen, aber das werden wir vielleicht irgendwie dann auch noch schaffen. Wir werden vor allen Dingen, und da sage ich mal, stehen wir noch ganz am Anfang der Diskussion, natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben. Wir werden Auswirkungen auf die Tariflandschaft haben. Wenn Sie heute die Kultur der Start-ups sehen, die Arbeitsweise der Start-ups, dann ist es nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass man dort als erstes Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensführung führt, sondern da sind eben die Hierarchien sehr flach, da sind die Notwendigkeiten der kreativen Betätigung sehr klar. Solange das heute nur jüngere Mitarbeiter betrifft, mag das alles gut sein, aber wie sich das mal über 10, 20, 30 Jahre entwickelt, welche Folgerungen das hat, das weiß man nicht und irgendwann werden dann die Fragen natürlich nach Endlichkeit der Arbeitszeit, nach Verfügbarkeit des Arbeitnehmers
auch auftreten. Und all das müssen wir wieder im Geist der sozialen Marktwirtschaft lösen. Und ich glaube, wir können das alles nur lösen, wenn wir eben wirklich auch verstehen, was an Veränderung im technischen Sinne vorangeht. Wenn man dafür kein Gefühl hat, dann ist es natürlich auch ganz schwer, anschließend die notwendigen sozialen Rahmenbedingungen überhaupt zu schaffen. Und es wäre gut, wir würden nicht wieder so überrascht, wie wir bei der Finanzindustrie überrascht wurden, dass man das Produkt eigentlich erst kennengelernt hat, als es einen Crash verursacht hat. Also die tiefe, breite parlamentarische Befassung mit dem Derivat als Finanzmarktprodukt hat erst begonnen, als die Finanzmarktkrise schon geschehen war. Und dass Bürgerinnen und Bürger, die Menschen erwarten eigentlich, dass wir vorsorgend auch gewissen rechtlichen Rahmen schaffen. Und dass es in einer so innovationsgetriebenen Zeit wie der augenblicklichen alles andere als einfach, manchmal sicherlich auch nicht sinnvoll, aber wenigstens eine Parallelität, also eine zeitliche Parallelität sollte vorliegen. Sie sehen also, es ist viel zu durchdenken, es ist viel zu regeln, es ist an manchen Stellen auch der Mut zur Lücke notwendig, um der Kreativität nicht schon Grenzen zu setzen, bevor sie überhaupt beginnen konnte. Und es ist alles andere als gesichert, dass wir vorne mit dabei sind. Und das ist etwas, was wir in der Schärfe, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Und wenn man überlegt, wie viele Pferdekutschenhersteller zum Schluss auch Autoproduzenten waren, dann weiß man, dass es nicht sicher ist, dass alle Autoproduzenten von heute notwendigerweise die nächste technische Revolution mitmachen. Ich glaube, unsere Automobilindustrie ist allerdings ziemlich gut aufgestellt, soweit ich das sehe. Aber es beginnt im Grunde in allen Bereichen. Und deshalb ist es gut, dass es heute diesen Kongress gibt und wir diese Fragen wieder und wieder diskutieren, wenden und dann natürlich auch zu Entscheidungen kommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für Ihre Ausforderung. Bevor wir jetzt hier in die Diskussion kommen, vielleicht setzen wir uns einfach kurz. Wann sind Sie denn oder wann haben Sie gemerkt, dass Sie in der digitalisierten Welt angekommen sind? Können Sie sich daran noch dran erinnern? Also ich habe erst mal gemerkt, dass ich nicht angekommen bin. Als ich von den Digital Natives und den Digital Migrants gelesen habe, war für mich gleich klar, wo ich hingehöre. Und ich weiß gar nicht, ob Menschen meines Alters in der digitalen Welt voll ankommen können. Sie fasziniert mich, ich interessiere mich dafür, ich habe jetzt auch sehr viel gelernt. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man eben, also ein klassischer Bereich für lebenslanges Lernen, und wenn ich zum Beispiel höre, dass einige deutsche Unternehmen, wie Bosch zum Beispiel, ganz bewusst allen Führungskräften, auch junge Kräfte zur Seite stellen, die ihnen aus der digitalen Welt berichten, dann ist das, glaube ich, der richtiger Angang. Wir dürfen da nie denken, weil wir irgendeine Führungsposition erklommen haben, müssten wir uns nun automatisch in der digitalen Welt auskennen. Da braucht man auch ein Stück Demut, das Neue nochmal wieder aufzunehmen. Also, ich habe mich jetzt, glaube ich, so weit eingearbeitet, dass ich weiß, worüber ich rede. Aber angekommen, wäre zu viel gesagt. Ich weiß einfach, dass es wichtig ist und freue mich, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die ich alles fragen kann, was ich nicht weiß. Und manchmal gehört ja schon ein gewisses Wissen dazu, die Frage richtig zu stellen. Das stimmt. Das geht allen mit älteren Kindern, glaube ich, auch so. Also ich kann das nur bestätigen. Aber dann ist da eine gute Überleitung. Dann würde ich jetzt gerne einen Digital Native, nämlich zu uns bitten, Katharina von Delden, die mit uns diskutieren wird, und einen Digital Migrant, so muss man sagen, immer mit Professor Hüter. Bitte hier. Katharina von Delden ist eben tatsächlich Digital Native, wenn man davon ausgeht, dass 1980 ungefähr das Jahr ist, wo man die Trennung macht, die geboren sind. Ich glaube 1983 gab beim Time Magazine, wurde der PC, kam der aufs Titelblatt und da stand, der PC ist jetzt die Maschine des Jahres. Frau Katharina von Delden ist aber inzwischen zwar sehr jung, aber eine der 50 einflussreichsten Frauen der deutschen IT-Branche und hat ein ausgezeichnetes Unternehmen gegründet, nämlich InnoSavi, wurde 2011 bestes IKT-Startup und ist eine der führenden Anbietern, was Crowdsourced Innovation Software betrifft. Das kann sie uns gleich auch nochmal erklären.
und Professor Michael Hüter, eben später eingewandert in das Neuland, seit 11 Jahren Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Honorarprofessor an der IBS Business School Österreich-Winkel im Fach Volkswirtschaftslehre, beschäftigt sich auch seit Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung und befragt auch im Panel bis zu 3000 Unternehmen genau zu diesem Thema. Herr Professor Hüter, Sie haben viele Unternehmen dazu befragt. Sind die Unternehmen in Deutschland, die Sie befragt haben, angekommen eben in der Digitalisierung? Das ist das eigentlich Erstaunliche in unseren Erhebungen, auch gerade in dem Readiness-Index, den wir für den Maschinenbau erhoben haben. Dann stellt man fest, es ist immer so eine Avantgarde von knapp 6%. Das sind die Pioniere, die sind dabei. Die haben auch Geschäftsmodelle, die von den Datenverarbeitungsprozessen getrieben sind und haben das auch strategisch implementiert. Dann haben Sie so 18%, die sich in das Thema eingearbeitet haben, aber sie haben leider auch 3/4%. Und der Maschinenbau ist besser als der Schnitt der Industrie, da ist also noch ein Stück weiter, für die das bisher noch kein strategisches Thema ist. Und so ein bisschen kam es ja auch in den Hinweisen von Herrn Kauder deutlich heraus. Es gibt da eine große Zögerlichkeit, die sich auch spiegelt in den Investitionsabsichten. Frau Bundeskanzlerin, wir haben in allen Mittelstandspanels immer wieder den erstaunlichen Befund, dass trotz eigentlich ja eines testierten Investitionsbedarfs der Mittelstand sagt, also ich bin da zurückhaltend, und dann kommt immer das Datenschutzthema, das Datensicherheitsthema. Also es ist sehr erstaunlich. Auf der einen Seite wird der deutschen Wirtschaft mit ihrer Fähigkeit, kundendifferenzierte Lösungen heute schon kosteneffizient bereitzustellen, durch Kombination von Industrieware und Dienstleistung. Und damit auch die Ergänzung dieses automatisierten Prozesses durch ein cyberphysikalisches System hinzuführen zur kosteneffizienten Bereitstellung Losgröße 1. Also für den einzelnen Kunden, dass sie das können, dass es auch von den Amerikanern uns testiert wird. Diese wunderbare MIT-Studie vom November 2013, Making America, konnte zum Ergebnis, also wenn es einer industriell kann, dann sind es wir, aber es ist genau die Frage, die Bundeskanzlerin gestellt hat, sicher ist das nicht. Und da wird man etwas zögerlich, wenn man auf der einen Seite diese hohe Bedeutung, die das öffentlich hat, und das ist richtig, das wird aber diskutieren, aber dann schauen Sie Unternehmen rein, naja, und es ist dann am Ende eine Avantgarde. Und wie weit trägt die durch? Das ist aus meiner Sicht ein Stück in der Tat Erstaunliches, ist letztlich eine Geschäftsmodellfrage. Und sind Sie bereit, es strategisch zu implementieren? Frau von Delden, Sie haben sich getraut zu gründen, sehr jung mit 23, ein Unternehmen zu gründen. Woher hatten Sie den Mut und haben gesagt, ich mache das jetzt und schaue nicht auf all die, die sagen, oh, das kann doch gar nicht klappen? Man muss zur Erklärung sagen, 23, da war ich 2008, da... gerade eben so interessiert hat, wie alt ich bin. da bin ich tatsächlich, genauso wie meine drei Mitgründer, wir sind alle noch zur Uni gegangen und hatten uns einfach für das Thema neuartiger Innovationsprozesse begeistert. Wir hatten in der Presse was gelesen über Beispiele aus Neuseeland, die uns nicht mehr losgelassen haben. Und das in Kombination mit, ich glaube, dann meiner ganz persönlichen Charaktereigenschaft, dass ich einfach gerne Dinge schaffe und baue und mich nicht unbedingt gerne in starren Strukturen bewege, war dann eine gute Kombination, um die Firma zu gründen. Und tatsächlich, gestern waren Sie auch auf dem Tag der deutschen Industrie, des BDI, wo Marjen Decker, der Vorstand der Bayer AG, tatsächlich über Gründertum in Deutschland gesprochen hat und gesagt hat, es muss auch in Ordnung sein, wenn Gründer am Ende reich werden. Ja, das muss gesellschaftlich in Ordnung sein. Das habe ich getwittert, ist mein erfolgreichster Tweet jemals geworden. Ja. Und das zeigt aber, glaube ich, auch, dass in den deutschen Köpfen häufig immer noch festsitzt, man gründet, um reich zu werden. Man gründet, um irgendwie schnell sich seinen Urlaubssitz auf den Malediven leisten zu können oder ein schnelles Auto zu fahren. Und aus meiner persönlichen Perspektive, genauso wie von den Gründern, die ich kenne, hat Gründen in allererster Linie was mit Passion zu tun, hat was damit zu tun, sich was aufbauen zu wollen. Und wenn es dann nachher erfolgreich ist, das ist dann die Kirsche auf dem Kuchen. Aber Sie haben sich ja auch für ein Unternehmen entschieden, dass eben Digitalisierung ganz hoch geschrieben. Vielleicht müssen Sie ein bisschen kurz erklären, was Sie genau machen, was Sie anbieten. Weil das hat ja genau damit zu tun, dass wir eigentlich unsere Art zu denken ein bisschen umstellen müssen auch. Sehr, sehr gerne. Wir haben festgestellt, dass Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung nicht nur am Ende digitale Produkte und Dienstleistungen anbieten müssen, sondern dass auch der Weg dahin schon digital sein muss. Ja, also dieses alte, wir wertschätzen ja besonders unsere Ingenieurskultur auch zu Recht, ja, die aber schnell dazu führt, dass wir in Entwicklungsprozessen an den
Entwickler im Keller denken, der sich nicht austauscht mit seiner Umwelt. Und das ist was, wo Unternehmen heute umdenken. Sie wissen, dass sie auf Prinzipien setzen müssen, die wir eigentlich aus der Softwareentwicklung kennen, dass sie in Communities und kollaborativ entwickeln müssen. Sie müssen offen und transparent sein und vor allem unglaublich schnell, ja, eine Schnelligkeit, die sie bisher nicht gewöhnt sind. Und für all diese Veränderungen in Innovationsprozessen, dafür stellt InnoSabi die Software zur Verfügung. Denn es geht hier natürlich um Beziehungen zu Tausenden oder Hunderttausenden von Menschen, die ich managen muss. Und dann daraus aus diesem Wissen auch noch zu identifizieren, was hat denn dann wirklich Marktpotenzial? Ja, das ist das, was unsere Software abbildet. Ich könnte das noch ein ganz kurzes Beispiel untermauern. Machen wir gleich. Ja. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie das so hören, wenn Sie das sehen, eine junge Frau, die sich das traut und die aber gleichzeitig sagt, es geht alles unglaublich schnell. Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, in der Politik kommen wir da manchmal einfach gar nicht hinterher, weil gerade in der Digitalisierung das Tempo so hoch ist, dass es schwierig ist, damit Schritt zu halten? Naja, unser Tempo ist ja durch die Digitalisierung auch höher geworden. Wenn ich mal überlege, als ich politisch anfing, da gab es kaum Handy und wenn, dann nur so eine klobigen Dinger. Und da war man auch viele Stunden nicht erreichbar. Heute geht eigentlich fast jeder davon aus, dass auch das Schicken einer SMS binnen einer Stunde irgendwie beantwortet wird. Selbst, also manchmal ist es richtig gefährlich, weil man ja auch mal vielleicht eine Stunde nicht erreichbar ist und man dann wieder auf die alte Bürokommunikation zurückgreifen kann. Aber die Beschleunigung, die findet auch in anderen Bereichen statt. Aber es ist vollkommen klar, gerade was Entscheidungsprozesse in Unternehmen anbelangt, ist es so. Aber wir erleben das ja in der Politik auch. Ich meine, der Abgeordnete, der vor Ort nach der letzten Nachricht von vor 2 Stunden gefragt wird und immer noch kein Urteil darüber abgeben möchte, der ist auch schon sehr schlecht angesehen. Das bedeutet, dass ein unglaublicher Druck da ist, sich schnell festzulegen. Das bedeutet, wenn man 2 Wochen kein Parlament hatte, dass jeder eigentlich seine Meinung schon mal zu was gesagt hat, bevor überhaupt eine Gemeinschaftsmeinung gebildet werden konnte. Also auch da haben wir, da müssen wir auch dann politisch ganz wieder schneller reagieren. Und wenn wir glauben, dass man erstmal eine Meinungsbildung machen muss oder die Spezialisten fragen muss, müssen wir eben können wir auch nicht mehr 14 Tage warten, bis man sich mal wieder hier in diesem Saal versammelt, sondern muss auch vorher mal was rausgeben. Ich wollte noch etwas sagen zu Ihrem erfolgreichsten Tweet. Ich habe wirklich gar nichts dagegen, dass man durch Gründen reich werden kann. Was man nur sehen muss heute und was natürlich eine kulturelle Diskrepanz ist, Menschen, die auch gegründet haben, meinetwegen einen Handwerksbetrieb oder einen mittelständischen Betrieb im klassischen Sinne, die haben über ihr Leben auch immer sehr gut verdient und können auch investieren und alles. Aber im Bereich der Startups kann es einem natürlich passieren, dass man eine gewisse Entwicklungsstrecke hinlegt und dann plötzlich kommen große Interessenten und kaufen Unternehmen zu einem Preis, der im Grunde einen 30-Jährigen für den Rest des Lebens, wenn er jetzt keine Lust mehr hat, in eine Situation bringt, wo man sich von nun ab karitativen Zwecken oder gemeinnützigen Zwecken widmen kann, was ja auch schön ist. Dieses Erlebnis hat auch der erfolgreichste Maschinenbauer und auch der erfolgreichste Handwerker meiner Meinung nach nicht. Und das ist eine neue Situation und das hat, glaube ich, auch nichts mit Neid zu tun, aber das hat eben damit zu tun, dass in diesem digitalen Markt doch die Erwartung, aus dem Produkt mal was zu machen, in einer Weise zählt, die wir aus der realen Wirtschaft nicht kennen. Und deshalb muss das nicht unbedingt Neid sein. Das ist einfach eine ganz neue Form des Wirtschaftens, die über Jahrzehnte nicht so gegeben war. Mhm. Nochmal ganz kurz die Nachfrage. Sind Sie inzwischen reich geworden damit? Ich glaube, wer da arm ist, kann gar nicht überleben. Ja, aber ich glaube. Also noch als ganz kurze Seitenbemerkung, mir gefällt, dass Sie zwischen realer und digitaler Wirtschaft unterscheiden. Also für mich ist die digitale Wirtschaft auch sehr real in meinem Arbeitsleben. Ob ich reich geworden bin, an Erfahrung sicher, das ist die politisch korrekte Antwort. Auf dem Bankkonto garantiert nicht, da wir jeden Cent in die Firma zurückstecken für unser Wachstum und uns tatsächlich auch in unserer Firma die niedrigsten Gehälter von allen zahlen, sodass es gerade zum Überleben reicht. Also mit wir meine ich uns Gründer. Die Frage, die natürlich in dem Kontext schnell kommt, ist, wir haben ja aber durch den Firmenwert per se einen Wert geschaffen. Ja, das heißt, irgendwo kann man schon sagen, die Firma ist XY Euro wert. Das ist Stand heute Monopoly-Geld, ja, davon kann ich mir keine Brötchen kaufen, kann aber, wie Sie sagen, in einem bestimmten Zeitpunkt relevant werden, der aber, glaube ich, das ist nicht als Reichtum zu bezeichnen. Ja, das ist nichts, wovon ich mir
heute was kaufen kann. Mhm. Professor Hüte, wenn Sie das Beispiel sehen von Katharina von Delden, sagen Sie, das ist inzwischen typisch deutsch oder ist das was, wo man sagt, das ist eigentlich so, wie es in den USA läuft? Sie waren ja auch in den USA. Wo, sagen Sie, sind wir besonders stark eben in Deutschland? Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man für diese Frage eine Orientierung finden will, dass man Fahrtabhängigkeiten ernst nimmt. Ich bin ja nicht nur Ökonom, sondern auch Historiker. Und Sie können das deutsche Industriemodell nicht aus den letzten 10 Jahren erklären, sondern es hat zu tun mit einer bestimmten Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Und Sie können die Start-up-Szene und die Venture-Capital-Szene im Silicon Valley nicht erklären, ohne bestimmte Pfade, die aus der Goldgräberzeit kommen, wo einfach man hat geschürft, heute schürft man nach Daten, damals haben wir noch Gold geschürft. Und die Militärausgaben getriebenen Investitionen in den 30er Jahren mit Hewlett-Packard. So, das muss man einfach sehen. Und das ist uns auch in den USA gesagt worden. Also die Venture Capital weiß das, auch die wissen. Deswegen haben wir die gefragt, würdet ihr jetzt einfach mal so nach Berlin kommen? Das passt ja zu dieser Frage. Haben wir gesagt, ach, eigentlich nicht, weil es ist anders. Ja, ihr müsst auch mit dem Anderssein leben. Insofern ist es toll, dass es dieses gibt, aber es dockt sich an einen anderen Strukturwandel an. Und ich glaube, das müssen wir einfach auch akzeptieren. Schlicht dahin zu fahren und sagen, das können wir importieren, wird nicht funktionieren. Es ignoriert die Fahrtabhängigkeiten, die einfach aus langen Prozessen zusammenkommen. Die haben was auch mit Haltung und Habitus am Ende zu tun. Den kriegt man nicht aus den Kleidern geschüttelt. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist, glaube ich, dann aber der Punkt, der das wieder etwas relativiert, wir können nicht darauf setzen, wie wir mal vor 10, 15 Jahren in der ökonomischen Theorie dachten, Lernkurveneffekte bringen den, der einmal vorne ist, auch demnächst wieder nach vorne. Das ist ja das, was Sie auch sagten, Frau Muskanz, nicht. Wir haben früher gedacht, wir müssen deshalb gezielt, das war so strategische Handelspolitik, investieren, weil wenn wir diese Technologie nicht haben, wenn der jetzt nicht nach vorne kommt, dann wird es der Nächste sein, also wird das der, der das macht, wird auch der Nächste erfolgreich sein, der übernimmt. Nein, es ist immer ein anderer. Das haben wir auch gelernt. Also insofern muss man auch aufpassen, dass man jetzt aus den großen Erfolgen, die da sind, nicht sagt, das gibt automatisch vor dem Lernhintergrund, den wir haben, den Erfolg der Zukunft. Die Lernkurven werden überschätzt. Es gibt Innovationen, die von der Seite stören. Die Disruption ist dann halt doch kräftiger. Und Deutschland hat die Disruption immer stärker in den Unternehmen stattgefunden. Nicht? Das ist halt, wir haben Unternehmen, die sind zwar über 200 Jahre alt, wenn Sie die fragen, ganz keck sagt dann einer, ich mache das gleiche wie damals, wir biegen Metall. Wir machen es nur heute für andere Anwendungen. So, und in diesem Rahmen kann man viel Zuversicht haben. Man muss das auch lernen, was andere können, aber man darf nicht glauben, dass das Übertragungsmodelle so einfach sind. Und das hat die Amerikaner ja auch im MIT an uns interessiert. Die haben das erste Mal, die sind bei Trumpf, Leibinger, hin und haben sich, wie funktioniert ein deutsches Familienunternehmen? Das hat sie ja bisher gar nicht interessiert. Ja. Frau Bundeskanzler, wo denken Sie, dass die Unternehmen stärken können von dem, was die Politik schaffen kann, damit man sagt, okay, wir wagen diesen Schritt und wir machen auch Sachen, wo wir sagen, vielleicht scheitern wir auch, also die Beispiele, die wir auch eben gehört haben. Wo kann die Politik da wirklich helfen oder ist es gar nicht die Aufgabe dann der Politik? Naja, ich glaube, die Unternehmen müssen schon selbst drauf kommen und tun es ja auch. Ich bin trotzdem auch nach dem, was Herr Professor Hüter gesagt hat, weiterhin etwas besorgt, ob die Tiefe unseres Mittelstands die Tiefe der Veränderung schon erfasst hat und ob, weil das ja auch eine gewisse Zeit braucht, sich darauf dann einzustellen, ob nicht eines Tages da doch man noch mal sehr zulegen muss. Also ich bin jedenfalls in unseren Kommunikationen auch mit dem DHK und mit dem Zentralverband des Handwerks legen wir auch sehr viel Wert darauf zu sagen, vergesst es nicht, dass das wichtig ist, wenn ihr Zulieferer seid und so weiter, denn eines Tages wird man es einfach erwarten. Und ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, Unternehmen darauf hinzuweisen. Und das ist auch, ich sage noch mal, es ist nicht nötig, sondern wir müssen das entsprechende Umfeld bieten. Also wir müssen zum Beispiel, wenn Zulieferer mit den Hauptproduzenten kommunizieren wollen, dann müssen wir eben die Infrastruktur dafür bereitgestellt haben. Und wenn das dann nicht da ist, dann nutzt mir das schönste Ding nichts. Wir müssen in Europa sicherlich Rahmenbedingungen für sicheres Cloud-Management haben, weil man ohne Clouds und jeder nur seine eigene, das weiß ich auch nicht, ob das funktioniert. Die müssen kompatibel sein, man muss Standards setzen. Das Thema der Netzneutralität, das sind alles Dinge, die wichtig sind, damit bestimmte Anwendungen dann sich Bahn greifen können. Aber ob ich jetzt eine virtuelle Autoentwicklungsfabrik neben meine real existierende baue, das können wir nicht erzwingen, das können wir nicht wollen, aber das geschieht. Und wir sollten eben sehr aufmerksam sein, dass wir wenigstens die Veränderung der industriellen Prozesse auch politisch mitbekommen, sodass dann, wenn Standardsetzungen zu machen sind, wir auch auf der Höhe der Zeit sind und nicht irgendwie denken, also die Gefahr ist so ein bisschen, dass wir die Innovation
nicht so ernst nehmen und dass sie sozusagen die Zukunft sein werden. Also wenn ich jetzt mal sehe, wie manchmal so über das Auto, fahrerlose Fahren gesprochen wird. Das ist dann so, als wäre das noch 15 Jahre hin und ach na ja und huhuhu und das kannst du nicht einparken und ist doch nur auch. Aber dieser Angang eigentlich schon diskriminierend ist zu dem, was später mal in der Mobilität sein wird. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Oder gibt es verschiedenste Beispiele, wo man ganz aufpassen muss, dass wir nicht zu viele im politischen Betrieb haben, die da so ein bisschen old-fashioned sind, sage ich mal, und die den Drang und die Geschwindigkeit unterschätzen, in der bestimmte Dinge passieren. Aber wie kann man das denn stimulieren? Weil ich meine, wir haben ja in Deutschland wirklich lange gebraucht. Wir haben in einer Stadt wie Berlin ja immer noch nicht überall freies WLAN. Also wir sind ja schon langsam in allem eigentlich, verglichen mit anderen Ländern. Ja, die Deutschen, das ist eben das mit den disruptiven Prozessen. Die Deutschen sind halt auch, gerade wenn es um E-Governance geht. Die Deutschen, wir haben jetzt so eine Umfrage durch den Normenkontrollrat gemacht, die Deutschen sind mit ihren Verwaltungsprozessen zum Beispiel einigermaßen zufrieden. Das heißt, es gibt auch gar keinen Druck aus der Bevölkerung zu sagen, ihr müsst das jetzt alles digitalisieren. Und das ist gefährlich, weil andere Länder, die jetzt erst versuchen, eine neue Verwaltung aufzubauen, das auf einer völlig anderen Ebene machen. Und eines Tages hecheln wir dann hinterher. Und wenn wir jetzt eine Aufgabe haben, wie zum Beispiel sehr viele Flüchtlinge zu registrieren, dann fällt uns plötzlich auf, dass wir dieses Mengenphänomen gar nicht mehr schaffen, mit den herkömmlichen Methoden von Bund, Länder und Kommunen und so weiter. Und dann fangen wir an, etwas zu machen, was andere vielleicht sofort machen, wenn sie sich eine Verwaltung aufbauen. Und ja, der Druck in einer alternden Gesellschaft, der muss aufrechterhalten werden und das kann man nur durch viel Neugierde und auf die Jungen hören. Dann hören wir noch mal auf die Jüngere. Frau von Delden, wo sagen Sie denn, gibt es was, wo Sie sagen, da könnte die Politik helfen, also wirklich diesen Bewusstseinswandel auch zu stimulieren? Oder sagen Sie, das schaffen wir alle schon alleine und die sind da sowieso viel zu langsam? Als Gründer neigt man tatsächlich dazu, Dinge eher positiv zu sehen und dran zu glauben, dass es schon klappt und auch die Verantwortung eher bei sich selbst zu suchen. Weshalb ich mir da im Vorfeld tatsächlich auch Gedanken gemacht habe, ja, was sind denn konkrete Ideen? Und aus unserem Arbeitsalltag sehe ich, dass doch viele Unternehmen, selbst wenn es einzelne Zögerliche gibt, die auf innovative Projekte setzen, die sich vielleicht auch als Rebel, als jemand im Unternehmen verstehen, der Dinge auch mal anders tut als bisher waren und da vielleicht einen Freifahrtschein von oben bekommt, sind es doch gerade in den Strukturen von Unternehmen häufig Ängste, die wir wiedergespiegelt sehen, beispielsweise in Einkaufsprozessen, ja, die sich nicht auf Neues einlassen können, wo wir dann auch als junges, innovatives Unternehmen häufig die Unterstützung aus den Fachabteilungen bekommen und die Zusammenarbeit gewünscht ist, es dann aber an solchen Strukturen tatsächlich doch sich entweder sehr, sehr lange zieht oder im Zweifel scheitert. Und hier wäre tatsächlich mein ganz konkreter Wunsch, ich glaube, dass die Politik hier auch Vorbild sein kann, ja? Wenn Sie sagen, auch wir in der Politik arbeiten mit jungen Unternehmen zusammen. Auch wenn wir eine neue Kollaborationsplattform einführen, dann holen wir uns ganz bewusst auch die jungen Unternehmen mit an Bord und geben so quasi auch den Menschen, die wiederum ihre Einkaufsentscheidung treffen, auch die Bemächtigung, dass es okay ist, dieses Risiko einzugehen. Denn das ist ja häufig für die eigene Karriere, das ist ja so aus der menschlichen Perspektive, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, setze ich damit meine Karriere aufs Spiel. Und ich glaube, dass Sie hier wirklich großes Vorbild sein könnten und in unserem Fall ganz konkret natürlich auch diese digitalen Prozesse überhaupt in Entscheidungsfindungen auch zulassen und hier mehr mit jungen Unternehmen arbeiten. Zum Beispiel bei öffentlicher Beschaffung oder sowas, dass man da eben nicht den klassischen Weg geht, sondern einfach auch mal, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Ich muss mir das erst durchdenken, weil welche Gesetze dagegen stellen, aber wir sollen ja immer die günstigsten Anbieter nehmen, das ist glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Optimierungsaufgaben bei Ihnen sogar besser funktionieren, wenn Sie da gute Algorithmen haben, ich nehme das mal auf. Ja. Okay. Kann ich ergänzen? Wir haben für die chemische Industrie eine Studie gemacht, weil die wissen wollten, wie kommen Innovationsprozesse zustande, vor allen Dingen, was hemmt. Und da kam raus, die Hälfte der Hemmnisse sind in den Unternehmen. Die andere Hälfte ist
Umfeld, Infrastruktur, was auch immer, aber die Hälfte sind in den Unternehmen. Weil natürlich, Chemie ist das noch ein besonderer Fall, das sind ja in der Regel Großstrukturen. Das hat sich in Deutschland so ergeben, auch über die lange Zeit, in der hier störungsfrei sozusagen gearbeitet werden konnte, seit frühen 70er Jahren. Und dieser Punkt, Unternehmen auch als Bürokratien zu verstehen, ist, glaube ich, ganz wichtig in der gegenwärtigen Zeit. Denn das, was wir erleben, ist sehr viel mehr auf Kurzfristigkeit, auf Projektstrukturen, auf Flexibilität, das heißt auch Flexibilität des Arbeitseinsatzes bezogen. Aber dass Unternehmen auch nicht den Blick dafür kennen oder den Blick dafür sich annehmen, zu sagen, wir sind auch selbst eine bürokratische Struktur. Sie müssen Großunternehmen irgendwie organisieren. Wie kriegen Sie dieses Spannungsfeld hin, sich dann so zu öffnen und die Flexibilität herzubringen für diese innovativen Störungen, die Sie dann haben, weil das die auch durchwirken, nicht nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, ist zwar ein starkes Argument, aber selten ein gutes. Die Frage ist, wie überwinde ich das? Und das ist, glaube ich, das geht immer an beide Richtungen. Also es gibt infrastrukturelle Voraussetzungen, haben wir darüber gesprochen, Breitband und auch die europäische Frage, aber es ist halt auch in den Unternehmen angelegt und das darf man halt nicht übersehen. Je größer Strukturen, umso mehr haben Sie die Frage, wie kriegen Sie die Stabilität der Organisation gesichert bei der gleichzeitig notwendigen Flexibilisierung. Das ist eine riesen unternehmensstrukturelle und unternehmensstrategische Herausforderung. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Neulich hat ein Unternehmer das so dargestellt, dass sie lernen müssen, loszulassen. Also ein Stück mehr Freiheit zu geben, den kleineren Einheiten im Unternehmen auch und darauf zu vertrauen, dass das dann gut wird und dass es auch tendenziell fehlerärmer wird und eben nicht man besser lernen kann. Und ich glaube, dass große Unternehmen heute eben auch sehr hierarchisch bei uns organisiert sind und dass eben dieser, als wenn man jedem einzelnen Arbeitnehmer bis zum normalen Arbeitnehmer einfach mehr Freiheiten gibt und etwas zutrauen. Und dieses Wort loslassen fand ich ganz interessant. Ja, und Verantwortung vielleicht einfach anders delegieren und dass Leute eben selber mehr Verantwortung für ihre Prozesse haben. Muss man auch anders führen, Frau von Delden? Ganz bestimmt. Also wenn wir auch wieder aus der eigenen Erfahrung sehen wir ja, dass Unternehmen immer mehr eigentlich zu Netzwerken werden, ja, immer quasi die Spinne im Netz sind, die verschiedenen Parteien koordinieren, sei es Zulieferer, sei es aber auch eben Crowds, ja, die vielleicht gar nicht mehr bei mir angestellt sind. Umso mehr muss ich aber auch darauf vertrauen, dass sich das untereinander gut abstimmt und umso mehr muss ich vor allem diese Kommunikationswege in der Führung auch ermöglichen. Er muss ermöglichen, dass sich die Menschen untereinander gut austauschen können und nicht unbedingt mehr nur von oben herab quasi probieren, das große Netzwerk zu managen. Wenn man jetzt bei der Flüchtlingskrise sieht, dann hat man ja auch gesehen, wie sich viel Hilfe eben übers Netz organisiert hat. Also ganz viele Facebook-Gruppen, es ging immer sehr schnell, steht dann in 2 Stunden kommt der Zug an, wir brauchen so und so viel Helfer. Also vieles hat da ja gut funktioniert, wo man oft das Gefühl hatte, die Netzgemeinde ist schneller als die Verwaltung, auch als die Politik. Frau Bundeskanzlerin, wo haben Sie jetzt auch aus der Erfahrung was gesehen, wo Sie sagen, ja, da können wir echt was draus lernen, auch für unsere Prozesse? Naja, wir selber sind jetzt ja nicht sozusagen die Basis, an der jetzt die Flüchtlinge ankommen und wo wir den Caterer bestellen und die Erstzuweisung machen. Insofern weiß ich das nicht. Wir wissen inzwischen aus medialen Prozessen, also das Bundespresseamt hat zum Beispiel auch jetzt mit den sozialen Netzwerken, also bei Facebook sind wir, und das ist schon sehr, sehr wichtig, wenn auch bestimmte Informationen sich sehr schnell verbreiten, kann man überhaupt nicht mehr mit der klassischen Information sozusagen etwas richtigstellen oder etwas erklären, sondern sie müssen dann in diesen Dingen einfach fit sein und sich organisieren. Der Punkt, wo Sie sagten, jetzt bei der Flüchtlingskrise ist es auch sehr hilfreich, das ist unbestritten richtig, also wie viel Bürgermeisterämter einfach jeden Tag gesagt haben, was brauchen wir nicht, um zu verhindern, dass jeder alles hinbringt oder eben auch Freiwillige sich organisieren. Das hatten wir auch schon bei der Flut im vergangenen Jahr. Das ist schon sehr beeindruckend. Was wo man ein kleines bisschen aufpassen muss, ist, dass man nicht Leute zurücklässt. Also alle, die in den Netzwerken aktiv sind, super, aber man weiß nie, ob alle erfasst sind. Oder ob nicht ein Teil eben auch außerhalb dieser Netzwerke ist. Und da muss ja Politik auch immer darauf achten, dass sie nicht nur 80% der Bevölkerung oder der Betroffenen erfasst, sondern 100. Und da muss man nochmal schauen, da kann es auch ziemliche Spaltungen geben in der Gesellschaft, von denen, die sehr aktiv Teilhabe
Zugänge haben und davon auch erheblich profitieren und von Menschen, die da überhaupt nicht mehr mitkommen und dann auch immer mehr abgeschnitten werden. Das heißt, wir müssen uns auch sehr überlegen, wie schnell wir innovativ sind, ob wir phasenweise Parallelmöglichkeiten anbieten, einfach mal so einen qualitativen Umstieg und dann sagen, naja gut, wer jetzt ein bestimmtes Alter oder ein bestimmtes Bildungsniveau hat, das interessiert uns alles nicht mehr. Das kann auch sehr große Spannungen in der Gesellschaft verursachen. Was brauchen wir denn, wenn wir auf die Bildung schauen, wenn wir gucken, welche Fachkräfte wir brauchen in Zukunft? Wenn wir sehen, also meine Tochter erzählt mir, da hängen jetzt überall Smartboards in der Schule, aber keiner von den Lehrern kann damit umgehen. Also das ist, glaube ich, nicht so ganz untypisch, Herr Professor Hüther. Wo und was müssen wir unseren Kindern beibringen? Naja, es ist schon eine Selbstverständlichkeit, mit diesen Geräten umzugehen. Ich glaube nur, das läuft einfach, weil die Jugend das macht. Also die sind jetzt nicht davon abhängig, ob das Smartboard in Betrieb genommen wird. Die haben ihre, ich meine, das wissen sehen wir alle bei unseren Kindern, das müssen wir denen nicht erklären. Also die Digital Natives sind halt Digital Natives. Da haben wir nicht wirklich ein Problem. Die Frage ist, wer ist an der Infrastruktur beteiligt? Lernen Sie die Dinge in der Schule oder im Studium, die Sie brauchen, um in dieser digitalen Welt erfolgreich zu sein? Ich nehme mal ein Beispiel. Meine Frau ist Lateinlehrerin. Die hat auch ein Smartboard. Dann sagt sie, bis ich das kalibriert habe, ist die Stunde rum. Dann mache ich das lieber mit der Tafel und der Lateinunterricht ändert sich dadurch auch nicht. Ja, und das meine ich gerade, also nichts gegen Ihre Frau. Und ich verstehe das auch. Aber das erinnert mich an meine erste Reaktion, als mein Fahrer kam und gefragt hat, ob er jetzt ein GPS-System haben darf, vor vielen Jahren. Und dann habe ich gesagt, was, können Sie keine Karte mehr lesen oder so? Das ist doch, was brauchen Sie denn das? Wir sind doch immer noch angekommen, wo wir ankommen wollten und so. Ja, es geht noch eine Weile. Und heute würde ich sagen, eine Karte noch im Kofferraum zu haben, ist auch kein Fehler, falls mal irgendwo die Landkarte von GPS nicht so ist und man dann irgendwo an einem See steht, wo eine Brücke eingezeichnet ist und doch keine ist. Aber trotzdem muss man sich darauf einlassen. Und deshalb würde ich sagen, das ist das auch eine Zeit, wo die Kinder halt den Lehrern da mal was erklären müssen. Dann ist eben eine Stunde Latein Smartboard erklären und dann können es alle. Ich hoffe, dass ich jetzt... Ich werde es hier heute nochmal sagen, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie Sie vermuten. Das Smartboard ist ja nur ein Teil. Sie hat natürlich eine Facebook-Gruppe mit ihren Schülern, wo sie sich informieren, wo die Vorbereitungen auch für die Klassenarbeiten laufen, wo die Lernstoffe verhandelt werden. Also insofern hat sie ja viele Dimensionen. Ich kann mir das schon vorstellen. Mich haben sie neulich auch mal vor so ein Ding gestellt und dann konnte ich da auch nicht alles gleich erkennen. Ich verstehe es schon, aber ich glaube, wir Erwachsenen, wir Älteren müssen uns mühen. Wir müssen uns mühen und wir müssen bereit sein, den Kindern zu akzeptieren, dass die Kinder das einfach schneller können und wir dürfen dann uns auch nicht so... Also ich kenne das aus der Zeit der Deutschen Einheit. Damals war das so, dass im Grunde die älteren Leute umgeschult werden mussten, im Alter von 40 oder 45, die nie mehr gewöhnt waren, dass junge Lehrer oder junge Leute ihnen irgendwas beibringen. Und das war richtig ein kulturelles Phänomen, weil man ja ab einem bestimmten Alter denkt, man ist jetzt irgendwie eine Respektsperson und jetzt kommt plötzlich einer und fängt an, mit einem Schule zu spielen. Und so eine Phase haben wir jetzt aber wieder. Und wir werden als Ältere bereichert sein. Vielleicht darf ich noch einen Punkt ergänzen, zu den Kompetenzen. Eins ist wichtig, wenn wir an die duale Berufsausbildung denken. Und da finde ich mal beispielhaft, wie die Hamburger das gemacht haben. Sie haben schon vor einiger Zeit, nämlich 2007, die Berufsschulen in eine Struktur gebracht, haben dadurch die Flexibilität der Berufsbilder erhöht. Also auch das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir aus den engen Verständnissen einzelner Bildungspfade herauskommen, gerade mit Blick auf die duale Berufsausbildung, die ja ein entscheidender Standortvorteil für Deutschland ist, der die Flexibilität ermöglicht, des Einsatzes der Arbeitskräfte im Unternehmen und das entsprechend auch in den Berufsbildern abzuspiegeln, ist ganz, ganz wichtig. Also das aus meiner Sicht, wir reden über die Universitäten, da geht unheimlich viel Geld selbstverständlich hin, die duale Berufsausbildung, die Flexibilität der Berufsbilder ist ein wesentlicher zweiter Kanal. Ganz kurz noch zum Schluss, Frau von Dellen, weil die Frau Bundeskanzlerin weg muss. Ja, wir wollten tatsächlich sehr kurz. Wir streifen ein Thema, was, und das werden Sie nicht zum ersten Mal hören, eins unserer allergrößten Probleme ist. Und das ist, wir brauchen unbedingt mehr besser qualifizierte Entwickler. Und wir müssen Bildung ist da ein Weg, der uns aber erst viel zu spät eine Lösung schaffen wird. Ja, das heißt, wir müssen auch heute Lösungen finden, gut qualifizierte Entwickler nach Deutschland zu holen. Also Einwanderung oder Zuwanderung? Einwanderung und sicher auch das
ist aber Interesse und die Begeisterung zu wecken für die Themen, Beruf. Ja, für den Beruf. Beispielsweise in unserem Entwicklerteam ist kein einziger studierter Informatiker. Das sind alles Leute, die sich selbst beigebracht haben, weil sie eben gerne entwickeln wollten. Ja. Und solche Leute brauchen wir mehr. Okay. Ja, bei, auch bei einem Girls' Day bin ich immer dabei, den Softwareentwickler oder so, diese Berufsform Mädchen anzupreisen. Das ist manchmal auch ganz schön schwer, aber es ist absolut wichtig. Und wenn Sie das sagen, dass das ein Manko ist, dann müssen wir da auch noch mehr Wert drauf legen. Mhm. Gut, also vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion. Und Frau van Delden, Frau Merken, der Terminkalender ist prall gefüllt, das ist klar. Das geht auch mit Digitalisierung nicht alleine, lassen sich all die Probleme nicht allein lösen. Wir haben eine Menge noch zu besprechen. Ich weiß, es gehen einige. Ich hoffe, dass Sie dann den weiteren Verlauf der Diskussion dann im Netz verfolgen. Das können Sie nämlich auch. Wir haben es ja gehört, Smart Products, Smart Factories, Smart Operations, Smartphones, alles ist irgendwie smart heutzutage, ne? Also ganz intelligent. Die Frage ist halt eben, wie klug wir sind, um all diese Prozesse, die jetzt begonnen haben, zu steuern. Darüber wollen wir reden, was wir brauchen. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit eines Computers. Das ist irgendwie erschreckend, das kennen wir alle selber. Man hat das Gefühl, man hat gerade das eigene neue Telefon oder den neuen Telefon begriffen. Da ist er schon veraltet und muss eigentlich schon wieder was Neues her. Also eine Veränderung, die sich gar nicht mehr aufhalten lässt. Was das jetzt bedeutet, eben für die Wirtschaft, für die Industrie, darüber sprechen wir jetzt. Ich darf jetzt hier meine Podiumsteilnehmer nach vorne bitten. Herrn Schrader, Frau Schön, Frau Arnold, Herr Rühr, setzen Sie sich kurz hier hin. Herr Winkel-Johann, Herr Rühr, vielleicht Sie hier. Frau Schön daneben. Ja, Herr Schrader dort, Frau Arnold und dort hinten Herr Winkel-Johann. Ich darf Ihnen meine Gäste kurz vorstellen. Ingrid Helen Arnold ist Mitglied des Global Managing Board und Chief Information Officer und Chief Process Officer der SAP. Man könnte sozusagen auch sagen, sie ist die Wolkenbeauftragte. Sie hat nämlich die Grundlagen für Cloud-Lösungen für SAP-Kunden geschaffen und erfindet auch munter weiter spannende Innovationen, zum Beispiel den Digital Boardroom, und ist eben zuständig für den Bereich Innovation bei SAP. Nadine Schön ist bei uns, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Ihr Wahlkreis liegt im Saarland, ist auch Digital Native und gehört eben noch zur jungen Gruppe der Fraktion und kümmert sich um die digitale Agenda für die Fraktion. Hans-Otto Schrader, nach 30 Jahren im Unternehmen bei Otto, seit 2007 Vorstandsvorsitzender der Otto Group. Das Unternehmen startete schon 1949, Sie kennen das alle, ne? Den Otto-Versand Hamburg mit viel Mut, startete mit Werner Otto Versandhandel im ersten Katalog 28 Paar Schuhe auf 14 Seiten. So haben Sie angefangen, heute 54.000 Mitarbeiter, und das Credo des Firmengründers von damals passt aber eigentlich auch heute noch ganz gut. Das hieß nämlich, wer statisch denkt und nicht den Mut hat, Fehler zu machen, der sollte kein Unternehmer werden. Passt irgendwie jetzt auch noch. Professor Dr. Norbert Winkel-Johann ist bei uns Sprecher des Vorstandes von PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und Sie haben den Stand der Digitalisierung in der Industrie abgefragt in einer Studie und haben auch gesagt, Unternehmen sollen kräftig mal in Lösungen zur Industrie 4.0 investieren. Und 2020 sollen bereits 80% der Wertschöpfungsketten einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen. Das kam bei Ihrer Studie raus. Und Gisbert Rühl ist bei uns Vorstandsvorsitzende der Klöckner & Co. SE, begann seine Karriere als Unternehmensberater bei Roland Berger, verschreibt sich heute stark der Digitalisierung als persönliches Anliegen, war auch im Silicon Valley und hat da Nachhilfe genommen und setzt auch auf unkonventionelle Weise sich mit der Start-up-Szene in Verbindung. Und aus ihrer Digitalisierungsgesellschaft, die sie auch gegründet haben, Klöckner.ai oder .i auf Deutsch. Da steht auf der Homepage zu lesen, Klöckner.ai verbindet die über 100-jährige Erfahrung des Klöckner-Konzerns mit der radikal nutzerzentrierten Denke, die Startups im Silicon Valley zum Erfolg führt. Radikal nutzerorientierte Denke. Ist das
eigentlich was ganz Neues. Und was heißt das genau? Ja, vielleicht erzähle ich noch mal kurz, wie wir dazu kamen, das Thema auch hier in Berlin dann nach vorne zu bringen. Also unser Geschäftsmodell, vielleicht mal ganz kurz erklärt, ein Teil davon ist lagerhaltender Stahlhandel. Also wir kaufen Stahl von den großen Stahlproduzenten und machen dann die Verteilung an große Automobilproduzenten, aber auch bis zum kleinen Handwerker runter. So, und wir haben also viel Stahl, den wir zwischendurch einlagern müssen. Und so vor 2-3 Jahren habe ich mich halt, wie, natürlich schon öfters mit unserem Geschäftsmodell beschäftigt, aber mal auf andere Weise. Ich habe mal überlegt, was würde ich eigentlich tun von außen, wenn ich mir das Geschäftsmodell anschaue. Kann man das Geschäftsmodell von außen in irgendeiner Form disrupten? Kann man das angreifen? Wir sind ja sozusagen der Middleman, cut the Middleman. Das war so die Überlegung. So, und mit den Gedanken bin ich dann in Silicon Valley geflogen. Ich hatte dort einen sehr guten Zugang zu Leuten wie Marc Andreessen und so weiter. Also habe also einige, sagen wir mal, sehr hochkarätige Leute gesprochen. Habe aber auch übrigens intensiv bei Kai Diekmann auf der Couch mit einem 17-jährigen Startup-Gründer gesprochen, der mich enorm gelöchert hat über mein Unternehmen und was ich alles besser machen könnte und mir viele auch Ideen präsentiert hat. Bin dann zurückgekommen nach Deutschland, natürlich mit so dieser ganzen Motivation, wir müssen jetzt ran, wir müssen die Themen ändern. Habe dann versucht, bei uns im Unternehmen Innovationen voranzubringen und habe das nach 2 Monaten abgebrochen, weil wir im Grunde genommen aus unserer Box nicht rausgekommen sind. Wir waren in der Lage, inkrementell oder evolutionär zu denken, aber dieses Revolutionäre, kann man unser Geschäftsmodell auch angreifen, das ging alleine nicht. So, und daraufhin habe ich dann eine Startup-Tour nach Berlin gemacht, übrigens nach Berlin, weil ich gesagt habe, für Silicon Valley sind wir möglicherweise zu klein und zu uninteressant. Bin nach Berlin gegangen, habe hier eine Startup-Tour gemacht, war im Beta-Haus und das ist ein Coworking-Space, da durchgegangen, da war ein Tisch frei, dann habe ich diejenige, die mich da durchgeführt hat, gefragt, was ist mit dem Tisch, die sagte, ja, der ist frei, ich sage, was kostet der Tisch? Ja, 1000 Euro im Monat, habe ich gesagt, okay, den Tisch miete ich, habe 2 Mitarbeiter von mir angerufen, 2 Jünger, habe gesagt, pass mal auf, eure Krawatte und alles könnt ihr am Schrank hängen lassen, Montagmorgen sitzt ihr in Berlin, euer neuer Arbeitsplatz ist im Beta-Haus, Coworking Space. 2 Aufgaben, erstens, vernetzt euch in die Szene und zweitens, versucht herauszufinden, warum Startups so viel schneller sind als wir konventionell. So, und das war eigentlich der Ausgangspunkt. So, und was wir dann herausgefunden haben, sind eben, dass Startups sehr viel kundenfokussierter vorgehen, als wir das eigentlich klassisch gemacht haben. Letztens hat mich da ein Bankvorstand gefragt, hat gesagt, Herr Rühl, ich bin ganz enttäuscht, ich dachte vorher, Sie wären auch schon kundenorientiert. Es geht nicht um Kundenorientierung, kundenfokussiert heißt, dass wir zum Kunden zu unserem Kunden gehen und versuchen herauszufinden, wie wir die Arbeit des Kunden mit uns verbessern können. Das ist der Ausgangspunkt, ne? Und das ist auch der Ausgangspunkt von Startups. Wie kann ich die Zusammenarbeit verbessern? Wo sind die Pain Points? Aber kann man das übertragen auf so ein großes Unternehmen? Ja, genau. Das kann man natürlich jetzt nicht übertragen, wenn ich das jetzt zurückgespielt hätte, wieder nach uns nach Duisburg. Deswegen haben wir hier auch dann in Berlin die Klöckner.ai gegründet und wir arbeiten dort, wir haben mittlerweile 15 Mitarbeiter, davon kommen 12 aus der Szene, von etablierteren Startups wie Amazon, aber auch von Rocket Internet, von Helpling, von Outfittery, also von Startups aus der Berliner Szene. Und mit denen arbeiten wir jetzt an diesen digitalen Innovationen wie ein Startup. Also sehr schnell, wir sind sehr schnell am Markt. Wir versuchen, wie gesagt, kundenfokussiert. Dann entwickeln wir erstmal Minimal Viable Products, ganz anders als wir es klassisch gemacht haben. Nicht das große Projekt, nicht die Perfektion. Ein Produkt, was wir schnell an den Markt bringen können, innerhalb von wenigen Wochen, was dann sukzessive verbessert wird. Also das ist eigentlich die andere Vorgehensweise. Aber das geht nicht im Unternehmen selbst. Das muss ich außerhalb des Unternehmens machen. Da muss man ein Stück rausgehen. Ja. Okay, also ein Beispiel, wo Sie gesagt haben, wir müssen echt was ändern und diese Herausforderung eben angenommen haben. Herr Schrader, wie war das bei Ihnen? Also schon 1995 ist der Versandhandel auch online gegangen, gab es nicht nur den dicken Katalog. Inzwischen eben habe ich eben schon gesagt, sehr erfolgreich, drittgrößter Onlinehandel hinter Amazon und eBay. Sehen Sie auch für sich jetzt nur Vorteile der Digitalisierung oder gibt es da auch Punkte, wo Sie sagen, das ist eigentlich gar nicht gut und das sind eine Menge Nachteile? Weil bisher haben wir alles hier nur so positiv gesehen. Ich glaube, dass die Vorteile eindeutig überwiegen. Es gibt ein paar Nachteile, auf die kann ich gar nicht zu sprechen kommen, aber für uns sind die Vorteile ganz, ganz klar überwiegend. Ich bin der Meinung, man muss beides tun. Man muss ganz stark innovieren über Neugründung, über Startups, über Ableger der Firma. Aber ich denke, man kommt auch nicht drum herum, dass man die großen Organisationseinheiten ebenfalls digitalisiert und auch in die Lage versetzt, mit neueren, jüngeren, neu gegründeten Unternehmen in bestimmten Aspekten auch wirklich Schritt halten zu können. Der Prozess ist viel mühseliger,
Weil das Prinzip beispielsweise, teile dein Wissen, diene dem Kunden, Leitsätze, mit denen Startups gegründet sind, nicht unbedingt so inhärent verankert sind in großen Organisationen. Da gibt es Strukturen, da gibt es Hierarchien, da gibt es an einigen Stellen immer noch den vorheutigen Glauben, dass Wissen Macht ist und dass man nicht davon zu viel abgeben sollte. Aber ich glaube, die großen Unternehmen müssen sich auch von sich heraus nochmal neu erfinden. Man wird aus meiner Sicht beides tun müssen. In dem Bereich, in dem ich arbeite, hat die Digitalisierung eindeutig viel mehr Vorteile, weil wir können für unseren Kunden ebenfalls viel, viel bessere und neuere Lösungen bieten. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir arbeiten gerade an einem Testfeld mit einem recht bekannten Automobilbauer in Süddeutschland, wo wir die Zustellung von Paketen in den Kofferraum dieses Kunden ermöglichen. Der kann also an jedem Zeitpunkt, wo sein PKW steht, uns über ein GPS-Signal sagen, dass er das wünscht. Und wir können das ermöglichen durch einen Datenaustausch mit der Zentrale dieses Automobilbauers und können damit unsere Leistungspalette viel individueller gestalten. Oder ein zweites Beispiel, durch die Digitalisierung von zusätzlichen Informationsflüssen, die vorher gar nicht verfügbar waren, können wir heute im Online-Bestelldialog oder im telefonischen Bestelldialog Kunden, die bei uns, wir nennen das technokratisch Großstücke, das sind große Fernseher, Waschmaschinen, Möbelstücke, die durch, in der Zustellung durch zwei Personen zu bewerkstelligen sind, können wir heute im Bestelldialog dem Kunden sagen, in einem 2-Stunden-Fenster, wann wir ihm anbieten können, an seiner privaten Tür zu klingeln. Weil wir während des Bestelldialogs abgleichen können, parallel, das wäre vor einigen Jahren von der Datenverarbeitung noch gar nicht möglich gewesen, welche Tourenplanung in der Region in einem bestimmten Zeitfenster angesetzt ist. Und können das im Bestelldialog so, dass er sagt, ich möchte eine Waschmaschine, und wir können ihm sagen, wie wäre es übermorgen zwischen 16 und 18 Uhr. Ist praktisch, aber man könnte ja auch sagen, in Zukunft sind eh die meisten Arbeitnehmer zu Hause, weil sie digital zu Hause arbeiten. Das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Frau Arnold, wenn Sie diese beiden Beispiele sehen, würden Sie sagen, dass da die beiden sind ja schon deutlich angekommen in der Digitalisierung, und ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, das geht so für große Unternehmen und eigentlich müssen alle Unternehmen von Startups lernen, funktioniert das so? Ja, also erstmal, ich persönlich bin übrigens nicht der Meinung, dass wir ein Startup-Unternehmen wirklich nebendran stellen müssen. Wir müssen in der Lage sein, für uns als Großunternehmen so eine Herausforderung anzunehmen, ist über Innovationskraft, über die Art und Weise, wie wir ganz unterschiedliche Fähigkeiten zusammenbringen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, zu sagen, du kannst schnell deinen Gestaltungsfreiraum dahingehend nutzen. Und wir haben auch innerhalb der SAP solche Themen, so Projektthemen, die dann wirklich nach Startup-Charakter ablaufen. Und es muss auch so sein. Wir sind sehr erfolgreich geworden. Wir haben auch selbst intern bei der SAP natürlich Prozesse aufgebaut, die wir immer alles in Frage stellen müssen, für uns selbst uns neu definieren. Und es hat auch wirklich damit was zu tun, wie wir Habitus ändern, wie wir an Themen herangehen, wie mit flachen Hierarchien und auch egal welche Altersstufe. Es hat für mich auch nicht unbedingt eine Frage zu tun, wie jung oder wie alt ist jemand, sondern mit einer Einstellung. Zu sehen, welches Ergebnis, wie weit weiß ich denn, welches Business-Issue, welches Problem, welche Problemstellung möchte ich denn lösen, hier für die SAP anhand von Software. Und dann die richtigen Funktionen zusammenzubringen, die einen Rahmen zu geben, dem Team erfolgreich sein zu können. Und ich kann Ihnen garantieren, das sind die besten Lighthouse-Projekte. Und dafür brennen auch unsere Leute, dafür brennt auch Innovation. Und sowas wie SAP ist dann natürlich auch vorne dran. Und das ist was ich noch mitgeben möchte. Also es ist wirklich nicht für mich nur Startup-Charakter. Ja. Vielleicht darf ich da gleich nochmal einen kleinen Einwurf machen, wie es weitergeht. Also nicht nur nebenan, ist klar. Aber natürlich ist SAP ein anderes Unternehmen als ein Unternehmen, was irgendwie seit 100 Jahren in der Stahlindustrie tätig ist. Ich glaube, Sie müssen tatsächlich beides verbinden in letzter Konsequenz. Aber wenn Sie es nicht von außen... Ich meine, das haben ja große Innovationen, vor allen Dingen revolutionäre, disruptive Innovationen. Ich rede nicht von inkrementellen. Inkrementellen, dafür sind deutsche Unternehmen bekannt und auch gut für inkrementelle Unternehmen. Aber disruptive Innovationen, das werden sie nicht schaffen, aus dem eigenen Unternehmen heraus sich selber in Frage zu stellen. Zumindest nicht, wenn es ein sehr etabliertes und altes Unternehmen ist. Das ist fast aussichtslos. Das müssen, sie müssen das hinterher verbinden. Sie dürfen die Startup nicht nur außen laufen lassen. Sie müssen die Leute, die gehen ja auch mit unseren Leuten zum Kunden, und wir führen ja bei uns auch dann bei unseren Kunden die Themen ein. Aber wenn sie das nicht irgendwo extern entwickeln,
wenn wir das in Duisburg hätten entwickeln müssen, das wäre nicht gegangen. Wäre nicht gegangen. Noch kurz vor Anna, dann Herr Winkel. Ja. Eine kleine Anmerkung dazu, ich komme gerade aus Amerika wieder. Und es ist schon so, dass es Geschäftsmodelle gibt, die davon heraus abzielen, wirklich Teams einzustellen, die die einzige Zielsetzung haben, bitte disruptive mir mein bestehendes Geschäftsmodell. Und das kann man sehr wohl im Unternehmen selber machen und so ein Umfeld schaffen. Na, da haben wir, müssen wir uns nachher mal unterhalten. Genau, da müssen wir nochmal gucken. Aber Herr Winkel, Johann, wie sehen Sie das, wenn man jetzt das Beispiel Glöckner hat, wenn man das Beispiel Otto sieht? Sie haben sich ja auch um Mittelständler viel gekümmert. Wo, sagen Sie, ist da die Digitalisierung wirklich angekommen? Ist es eine Haltungsfrage? Ist es auch das Problem, dass man einfach Angst hat vor Sachen, die irgendwie neu sind? Also Sie haben ja eben schon mal unsere Studie erwähnt und diese Zahlen sprechen sich ja rum, dass man eben, und die ist 1,5 Jahre alt, also schon im Grunde wieder völlig veraltet, aber dass diese Thematik Digitalisierung 40 Milliarden Zusatzgeschäft pro Jahr bringen soll, vor 1,5 Jahren, wird viel mehr sein. Dass eben die Effizienz um 20% im Schnitt steigt, dass man also Kosteneinsparungen hat oder dass eben andere, also große Investitionsvolumina neu entstehen. Diese ganzen Themen sprechen sich auch in den Mittelstand rum und der Mittelstand hat verstanden, da bin ich mir ganz sicher. Es ist noch nicht überall in der Umsetzung, aber jeder weiß doch, wenn er heute Zulieferer ist oder er ist in der Lebensmittelbranche und liefert an die Lidls und Aldis dieser Welt, der ist doch in 3 Jahren überhaupt nicht mehr, wird gar nicht mehr gesehen, weil einfach kein Unternehmen, das sich heute digitalisiert in der Großindustrie, bereit ist, jemanden nochmal zu berücksichtigen, der irgendwo per E-Mail noch seine Angebote schickt oder ähnliches. Also da dreht sich die Welt unglaublich schnell und insofern bin ich sehr optimistisch, dass die Unternehmen dieses verstehen, zunehmend verstehen und auch realisieren, dass es da schon um die Existenz geht, wenn man nicht in diesem Zug jetzt sehr schnell aufspringt und mitschwimmt. Gerade bei diesem Thema Disruption, das habe ich bei unseren Führungskräften im eigenen Unternehmen vor einem halben Jahr mal gemacht. Wir haben ja auch 10.000 Beschäftigte und ich habe denen eine Studie der Universität Oxford vorgeführt und die sagt, dass bestimmte Berufsgruppen eben zu einem bestimmten Prozentsatz von der Digitalisierung betroffen sind. Also der Beruf des CEO, Herr Rühl, kaum betroffen, zu 3%. Der Beruf, und das ist unser Unternehmen, der Beruf des Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers ist zu 98% betroffen. Ich habe dann gesagt, so, jetzt kann 98%, wenn er hier tradiert weiter sein Geschäft machen will, kann den Raum verlassen, ist also sozusagen arbeitslos. Wenn wir uns nicht ganz massiv jetzt auf diese neue Welt einrichten. Wir unterstellen, Steuerberatung wird demnächst automatisch gemacht, Unternehmensabschlüsse werden vielleicht dann auch sehr automatisiert geprüft. Es kommen aber ganz neue Themen, ja, Cloud-Zertifizierung, Cybersecurity, Big Data, und das ist eben der Trend, den man realisieren muss, und deswegen können wir der Bundeskanzlerin nur recht geben, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns tierisch beeilen, um das wirklich umzusetzen und an der Spitze der Bewegung zu sein, sonst werden es andere machen und die kommen dann meistens aus großen Ländern. Mhm. Frau Schön, Sie gehören zur jungen Generation in dieser Fraktion. Da ist das Durchschnittsalter, weiß ich jetzt nicht genau, aber Sie sind da schon eine der wenigeren Jüngeren. Ist die Digitalisierung in der Politik angekommen? Klar, die digitale Agenda, aber auch für Ihre Prozesse. Hat sich da eigentlich was geändert? Ja, die Kanzlerin hat es ja schon angesprochen. Vieles ändert sich wirklich in der Kommunikation mit dem Bürger. Das hat sich massiv verändert. Die Schnelligkeit, die Interaktion mit den Wählerinnen und Wählern hat sich geändert. Auch unsere Arbeitsweise ändert sich, glaube ich, so wie die Arbeitsweise eines großen Unternehmens. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, haben wir denn innovative Prozesse in großen Unternehmen und in der Politik? Die muss man wahrscheinlich für unsere Strukturen auch mit Nein beantworten. Die Strukturen sind noch so wie vor vielen, vielen Jahren. Und eben in der letzten Diskussion ist gefallen von der Start-up-Gründerin, dass es heute viel um Netzwerken geht, frühzeitig verschiedene Kompetenzen zusammenbringen und dann auch mit technologischer Unterstützung zu einer Lösung kommen. Das wird auch in der Politik noch zu wenig gemacht. Auch Expertise von außen nehmen wir natürlich ständig auf, aber oft erst auch sehr spät im Prozess.
erst in einer Anhörung und ich finde auch Politik müsste sich viel, viel früher auch mit Startups etwa vernetzen, weil wir oft im Gespräch etwa die Gesundheitspolitiker, wenn die sich plötzlich mit eHealth-Startups vernetzen, dann sehen die, was alles geht und wovon wir in unserer politischen Rahmengesetzgebung weit, weit entfernt sind oder digitale Bildung, was heute schon an Ideen auch auf dem Markt ist im Bereich digitalen Bildung, hat mit dem Bildungssystem, was wir im Bund und in Ländern haben, nichts zu tun. Mhm. Und deshalb müsste man, glaube ich, das schon früher integrieren. Da bin ich schon selbstkritisch auch. Aber wenn wir eben gehört haben, wir müssen uns beeilen, haben Sie ja gesagt, Bundeskanzlerin hat es ja auch ganz klar gesagt, wir können das, dürfen das nicht verschlafen. Also da ist ja, da stimmt ja dann der Gorbatschow-Satz, dann doppelt wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Herr Schrader, was würden Sie denn sagen? Wo ist so ein Punkt, wo Sie sagen, da sind wir schon zu spät oder da kann die Wirtschaft jetzt richtig nochmal zulegen und auf welche Weise kann sie das tun? Ich würde die Frage gerne gleich beantworten, ja. Aber ich würde einen anderen Aspekt nochmal in Diskussion bringen oder auch schon länger heute diskutiert oder genannt wurde, disruptiv. Mhm. Man kann den Eindruck gewinnen, man muss nicht den Eindruck gewinnen, als sei das etwas Erstrebenswertes und Gutes und wir sollten viel häufiger disruptiv sein. Das Wort selbst, ziemlich direkt übersetzt, heißt ja etwas zerreißen. Ja, und viele aggressive Startups haben viel Dinge zerrissen. Also ich bin vorhin mit einem Taxifahrer gekommen vom Bahnhof, der mir erzählt hat, dass er 12 Jahre Maurer war und jetzt seit 18 Jahren selbstständiger Taxiunternehmer. Ein freundlicher, souveräner, stolzer Mann. Der kann Uber nicht wirklich gut finden. Und die Frage ist, ob man eine Form in dieser Disruption, ob man das wirklich fördert und ob das etwas ist, was wir jetzt auch politisch, das ist eine politische Veranstaltung hier, quasi als erstrebenswertes Ziel setzen. Über Jahrhunderte vorhin, wie über James Watt gesprochen, war Technologie Mittel zum Fortschritt, zum gesamtheitlichen Fortschritt, aber nicht unbedingt nur zum Vorteil einer späteren Kapitalisierung oder eines Börsenganges von einer Geschäftsidee, die viele Menschen sehr, sehr reich gemacht hat und für andere eine sehr negative Folgewirkung hatte. Oder nennen Sie Airbnb. Man kann im Moment noch nicht wirklich wissenschaftlich erheben, wie viel Menschen in Hotellerie vom Zimmermädchen angefangen ihren Job verloren haben, weil es heute in über 130.000 Städten Airbnb gibt. Also kann man auch sagen, aber vielleicht entstehen dadurch andere Arbeitsplätze. Also ist das nicht eine Frage, wo man... Ja, aber das war vorhin ein Gespräch, ja, bevor es losging. Ich glaube, niemand von uns kann heute irgendwie verifizieren oder geschweige denn falsifizieren, ob wir einen positiven oder negativen Saldo haben. Natürlich werden Jobs geschaffen, keine Frage. Aber wir können die Entwicklung ja nicht mehr aufhalten. Nein, aber ich habe ja auch nicht über die Entwicklung gesprochen. Ich kann die gar nicht anhalten. Im Gegenteil, man muss sich da stellen, man muss sich da unternehmerisch stellen. Mhm. Ich wollte hier nur einen politischen Akzent einbringen, dass wir kritisch prüfen sollten, in welchen inhaltlichen Begriffen wir semantisch eigentlich unterwegs sind, bevor alle sagen, disruptiv. Mhm. Okay. Aber es kommt auch ohnehin. Also ich sag mal, ich finde es eigentlich müßig, darüber zu diskutieren, ob es jetzt gut ist. Es wird ja kommen. Ich meine, Airbnb ist ja da, Uber ist ja da und übrigens das iPhone war auch disruptiv und der PC war auch disruptiv. Das waren immer radikale, neue Innovationen, die andere Dinge, alte Dinge abgelöst haben. Das kann gut sein oder schlecht sein. Ich meine, klar, man kann darüber diskutieren, aber es wird kommen. Also zum Beispiel, ich kann ja auch sagen, ich finde es nicht gut, wenn unser Kerngeschäft irgendwann disruptiv abgelöst wird und warten, bis es jemand anderes macht oder ich mache es dann selbst. Egal, ob ich jetzt gut finde oder nicht. Aber also ich muss es dem stellen. Das wäre ja auch ein falscher monokausaler Schluss, den habe ich auch nicht gezogen. Ich wollte nur mal die Diskussion in diese Richtung bringen. Es gibt Verlierer und Gewinner. Es gibt niemand eben dabei in der Wirtschaft wird das aufhalten. Ja. Die Frage ist nur, wie findet man auch politische Rahmenbedingungen dafür? Ja. Frau Schön, also es gibt Verlierer und Gewinner bei diesem Prozess. Dann genau. Und die politische Frage ist ja, was will und was muss man bewahren und was wird sich aber verändern, auch ohne dass die Politik einen Einfluss nimmt. Und da muss man, finde ich, gerade bei der technologischen Entwicklung ganz gut aufpassen, dass man nicht als Politik überkommene Geschäftsmodelle versucht zu bewahren, die aber nicht zu bewahren sind. Was wir bewahren wollen, sind wahrscheinlich gewisse Werte oder gewisse Grundsätze. Und beim Beispiel Uber ist es uns, denke ich, wichtig, was wollen wir bewahren? Einen einigermaßen sicheren Verkehr für Bürger, die von A bis B kommen. Das heißt aber nicht, dass die Taxibranche, wie sie jetzt funktioniert, dass wir die genauso zementieren und bewahren müssten und gesetzgeberisch alles dafür machen müssen, dass sowas wie Uber nicht auf den Markt kommt. Ich finde, man muss eine Regulierung finden, die das ermöglicht, diese Werte zu erhalten. Und konkret bei Uber habe ich einen Taxifahrer getroffen, der sagt, er findet das total super, weil er hat ein sauberes Taxi, er ist freundlich zu den Leuten und er hat sich bei Uber angemeldet und hat dadurch eine Umsatzsteigerung von über 100%, weil der Mehrwert von Uber eben in den
und das ist nochmal vom Kunden her gedacht, vom Kunden her darin liegt, dass er die Taxis bewerten kann, dass die pünktlich, dass die freundlich, dass die sauber sind. Und deshalb fahren die Leute Uber. Und deshalb muss ich doch als Gesetzgeber vielleicht eine Regulierung schaffen, die nicht das Taxigewerbe so zementiert, wie das heute der Fall ist, aber diese Sicherheit etc. Dann doch noch garantiert, weil, da gebe ich Ihnen recht, weil wir natürlich schon den Anspruch haben als Gesetzgeber, dass wir gewisse Grundsätze in Deutschland, auf die wir die gesellschaftlicher Konsens sind, auch weiter bewahren wollen. Aber ich würde nochmal diesen Punkt dieser Disruption mal aufnehmen. Frau Arnold, wie sehen Sie das? Sagen Sie so, es setzt sich sowieso letztendlich jetzt durch, weil der Kunde auf einmal so eine Macht hat durch die Digitalisierung? Also wenn ich als Kunde irgendwas schlecht bewerte, kann das für ein Unternehmen ja das ausbedeuten? Also Kunden sind ja mächtiger geworden. Und wie muss ich damit umgehen? Also ich bin ganz persönlich davon überzeugt, dass wir leben in einer Phase, in einer Pionierphase. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir gestalten die Pionierphase. Wir müssen an einigen Stellen eingreifen, gerade wenn es darum geht, Privatsphäre. Was heißt Privatsphäre? Wie können wir es schützen? Da wünsche ich mir natürlich einen digitalen Binnenmarkt mit ganz klaren legalen Rahmenbedingungen. Ich wünsche mir auch eine Transparenz. Wir sprechen häufig über Cloud und wie unsicher liegen die Daten irgendwo in der Wolke. Das ist nicht so. Das ist auch die Transparenz zu sehen, was sind eigentlich Sicherheitsstandards, was ist möglich, mit welchem Partner gehe ich eigentlich, ist schon fast wie eine Ehebeziehung ein, in denen ich diese Daten auch anvertraue und mit welchem Qualitätsmaßstab. Und da ist auch die Politik gefordert zu sagen, welche transparenten auch Gütesiegel kann ich denn einfordern und kann denn das zum Standard werden lassen? Genauso wie Datenübertragungsstandards, Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen. Da sind wir gefragt, da muss eingegriffen werden. Aber was wir definitiv, es ist einmal der Satz heute gefallen mit Subvention, Innovation vor Subvention. Ich möchte Subvention eigentlich gar nicht mehr haben. Das muss sich von sich austragen. Die Marktkräfte sind diejenigen, die bestimmen, ist diese Idee markterfolgreich oder nicht. Das andere ist nur, ich kaufe mir Zeit. Und davon möchte ich eigentlich wegkommen, weil dieser Pioniergeist, dieses Innovative, dieses Disruptive, das natürlich ein Element hat, ich bringe was zum Fallen, das, was ich über Jahrzehnte aufgebaut hat, bringt natürlich wahnsinnig viel neue Chancen. Und man muss natürlich auch die neuen Chancen begutachten können, zu sehen, was entsteht denn da? Was bedeutet es denn für einen Kunden? Und das wird letztendlich, Markterfolg ist der Kunde, der letztendlich darüber entscheidet. Das ist in der Softwarebranche nicht anders. Die Art und Weise, wie Software heute gebaut wird, ist mit ganz anderen Prinzipien, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, auch viel mehr Flexibilität. Wir haben es eben gehört, der Kunde oder der Einzelne muss die Gestaltungsfreiheit haben. Das muss eine Software, muss das ermöglichen können. Eine Software darf nicht so kompliziert sein, dass es eigentlich eine Barriere ist für jeden, diese Software anzuwenden. Und es sind neue Prinzipien, die zum Tragen kommen. Und deswegen für mich, Digitalisierung ist wirklich positiv und ich würde mir wünschen, dass wir eher diese positive Sicht auch auf die ganzen Chancen haben, aber natürlich nicht vergessen, wir brauchen an einigen oder anderen Stellen Regularien, weil ich möchte mein Recht auf Vergessen, möchte ich wirklich fundamental sehen können. Und das ist heute nicht der Fall. Ja. Herr Winkel-Johann, ich komme nochmal eben auf das Disruptive zurück. Sagen Sie, das ist das Element, worum es eigentlich geht, wo wir jetzt sagen, wir müssen uns bewusst sein, dass wir jetzt einfach ganz viel mal zerstören, um was Neues aufzubauen. Ja, ich sehe das Thema Disruption eher im positiven Sinne. Das ist für mich so ein Eye-Opener, dass man sagt, komm, lass uns mal diese krassen Gegensätze darstellen, um uns selbst mal ein bisschen zu challengen und zu sagen, was müssen wir denn ändern, um weiter an der Spitze zu sein. Und ich würde jetzt nicht Disruption als Paragraph 1 ins Grundgesetz schreiben, dass das unbedingt Pflicht ist, sondern es ist wirklich, um sich den Spiegel vorzuhalten und zu schauen, in welche Richtung müssen wir gehen. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und zu der Diskussion zuvor, ich finde es gut, dass wir den Kundennutzen auch noch mal ein bisschen in den Vordergrund stellen, wie Sie das gemacht haben. Amazon gibt es halt und viele sagen, das ist ein bequemes, transparentes Einkaufen. Deswegen können wir jetzt nicht eine Regulierung machen, dass wir den Tante-Emma-Laden eben erhalten forever. Also diese Entwicklung muss man, glaube ich, dann laufen lassen. Man muss den Kundentrends folgen und muss versuchen, als Unternehmen in diesen Trends sich zu bewegen und an der Spitze zu bleiben. Und deswegen Wobei die Bundeskanzlerin ja auch eben sagte, wir müssen auch gucken, dass wir alle mitnehmen, weil es sind ja auch dann
vielleicht einen Teil der Gesellschaft, die das eben dann nicht mitmachen wollen. Also wie kriegt man denn da so eine Balance hin? Ja, wenn dafür ein Käufermarkt da ist, für den Tante-Emma-Laden weiterhin, weil viele sagen, ich habe keine Lust, über Internet zu kaufen, ich will das Produkt anfassen können, dann wird es dafür einen Markt geben und dann wird es dafür auch bestimmt Betreiber geben, die bereit sind, solche Geschäfte dann aufrechtzuerhalten. Aber wir können es nicht künstlich durch Rahmensetzungen dann forever sozusagen perpetuieren. Ich glaube, das hat man im Ruhrgebiet früher schon mal in einer gewissen Industrie zu lange gemacht und hat sich sehr spät gewundert, hat sich dann aber sehr schnell umgeschwenkt und hat gesehen, es war noch rechtzeitig. Ja. Trotzdem haben wir ja auf vielen Ebenen das Gefühl in Deutschland, oder ist eben die Tatsache auch so, dass wir ein bisschen langsam sind und dass es noch eine Menge Hindernisse gibt, um all das wieder so umzusetzen, was man vielleicht umsetzen könnte. Was würden Sie denn sagen, Herr Röhl, wo ist das größte Hindernis für Ihr Unternehmen? Also was gibt es, was Sie behindert, sonst wären Sie vielleicht noch schneller? Nichts. Nichts? Okay. Ja, also ganz ehrlich, uns behindert bei dem, was wir machen und was wir hier vorantreiben, behindert uns eigentlich nichts. Wir sind sogar dabei, wir reden ja auch immer von den USA, wir machen 40% unseres Geschäfts in den USA, dass wir die Innovation, die wir hier entwickeln, in die USA transferieren, weil es das, was wir in unserem Markt entwickeln, dort auch noch nicht gibt. Und insofern sind wir im Moment durch nichts behindert. Was uns behindern könnte, ist übrigens aktuell das Safe Harbor-Thema. Das würde die Dinge dramatisch verändern. Das ist enorm kritisch zu sehen. Und deswegen, wenn es da nicht eine Einigung gibt, sondern eine Entscheidung. Wenn es da keine Einigung gibt, dann können Sie übrigens auch TTIP und so alles erstmal auf Eis legen, weil wir dann, wenn wir keine personenspezifischen Daten mehr mit den USA austauschen können, ich dürfte dann nicht mal meinen CEO in den USA anrufen und sagen, sprech mal mit Herrn Schrader hier in Deutschland. Da würde ich schon auch per Telefon Daten weitergeben, die ich nicht weitergeben darf. Also das wäre äußerst kritisch. Aber ansonsten muss ich sagen, es gibt natürlich viele Dinge, wo man sagt, da kann man noch was verbessern. Wir brauchen auch nicht, wir dürfen nicht zu weit reguliert werden und so weiter. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, als Unternehmen in Deutschland bin ich im Moment nicht gehindert, diese Themen, die Digitalisierung, eigenständig voranzutreiben. Da gibt es kein maßgebliches Hindernis. Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Schrader? Gibt es für Sie ein Hindernis? Würde ich voll zufrieden. Also es gibt keinerlei Beschränkungen, wo wir sagen können, wir können dem Thema noch viel, viel, viel mehr Gas geben. Mhm. Und im gesamten Thema der Digitalisierung einfach noch viel mehr Priorität geben, viel mehr tun. Da gibt es keine Einschränkungen. Da gibt es so viele unternehmerische Initiativen, die man starten kann. Ich glaube, es ist wie häufig auch ein ganz generelles Change-Projekt, diesmal im digitalen Zusammenhang. Also in den großen Unternehmen, auf die ich einen gewissen Einblick habe, sind das im Wesentlichen vier Dinge. Das ist das Thema der Vernetzung. Insbesondere jüngere Mitarbeiter wollen unbedingt die Vernetzung in andere Fachbereiche, in andere Kollegen, in andere Teile der Firmengruppe, international. Das ist ihnen einfach wichtig für die Qualität ihrer Arbeit. Sie brauchen Offenheit, also so dieses Abkapseln und mein Bereich und dein Bereich und Silo-Denken geht in der jüngeren Generation überhaupt gar nicht mehr. Das ist heute ein Kriterium, nachdem sich junge, talentierte und begabte Mitarbeiter ihre Arbeitgeber aussuchen. Das dritte ist Partizipation. Wir brauchen viel mehr Partizipation in den großen Unternehmen. Wiederum über Bereichsgrenzen hinweg, über einzelne Firmengrenzen auch innerhalb von bestimmten Branchen. Und das vierte ist die Agilität. Wir müssen viel agiler, das ist noch ein bisschen mehr als nur schneller, also anpassungsfähiger werden, viel schneller auch antizipieren, um die Ecke gucken, versuchen diese Fähigkeit zu entwickeln, was ist das Nächste, sich darauf einzustellen, stärker an Projekten zu arbeiten, stärker an Szenarien zu arbeiten. Das sind in meiner Erfahrung die vier wesentlichen Themen, mit denen man auch große Unternehmen wirklich auf den Weg schicken kann, erfolgreich in die Digitalisierung zu starten. Herr Winkler. Also bevor Herr Fuchs jetzt sagt, dann, wenn alles schön ist, können wir die Veranstaltung ja abbrechen und alle nach Hause gehen, würde ich sagen, also für unsere Branche und für viele Branchen sehe ich es etwas anders. Also einmal Thema Datenschutz ist eine Katastrophe, wenn man hier wirklich auch ein bisschen global unterwegs sein will. Wir haben ein Netzwerk mit 200.000 Leuten, sind stark in Amerika unterwegs, in vielen Teilen der Welt. Und wenn wir bestimmte Dinge zentral einführen wollen und wir müssen damit unseren deutschen Datenschutzbeauftragten
45 Runden drehen, bis der dann sagt, jetzt habe ich es verstanden. Und dann gibt es aber noch das Gesetz. Ja, also hoch schwierig. Safe Harbor hat Herr Rühl genannt. Auch das ist ein Thema, wo wir uns dann mit einem Bein in Kürze im Gefängnis bewegen, wenn wir weiter global agieren wollen. Da müssen wir, glaube ich, Druck ausüben, etwas tun. Daneben ganz wichtig, das auch Frau van Delden eben nannte, das Thema Bildung, Ausbildung, MINT-Fächer, dass wir die mehr fördern. Wir sind es bisher gewohnt, nur kaufmännische Berufe, juristische Berufe anzugehen. Wir brauchen jetzt wirklich Technologie in jeder Lebenslage, um unser Unternehmen entsprechend zu drehen. Auch da müssen wir etwas tun. Und dann ganz wichtig natürlich auch die Frage Bildung im Sinne von Fortbildung, lebenslanges Lernen. Wir geben 9% unseres Umsatzes jetzt schon für Aus- und Fortbildung aus, eine Riesensumme. Und dafür muss die Infrastruktur hergerichtet werden und dafür müssen auch die richtigen Fachrichtungen gestützt werden, damit wir eben nicht als, sagen wir mal, Land der Dichter und Denker und der Ingenieure irgendwann untergehen, sondern dass wir die andere Seite, die Stärke, die wir haben, dass wir die dann wirklich zukunftsorientiert alle gemeinsam ausspielen können. Gibt es da was, wo Sie sagen, da könnte die Politik helfen, unterstützend helfen? Ja, Thema ist ja mehrfach gefallen, der europäische Binnenmarkt, der Datenbinnenmarkt, den Herr Oettinger auch vorantreibt. Ich habe ihn gestern Abend gefragt, Sie waren ja auch bei der Veranstaltung, wie stellen wir uns das denn vor, wenn wir jetzt einen europäischen Datenschutz-Binnenmarkt haben das da schön aufgegleist, wie machen wir denn dann Geschäfte interkontinental? Und seine Antwort war, wir sind 500 Millionen Verbraucher oder sogar ein bisschen mehr, wir werden darüber dann eine Marktstärke entwickeln, dass die Amerikaner uns folgen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher damit. Okay. Ich möchte noch mal eine Ergänzung, weil was können wir konkret tun? Wo haben wir wirklich Nachholbedarf und wo kann uns die Politik helfen? Ich bin Mutter von zwei Kindern, 10 und 13 Jahre alt und ich weiß nicht, ob Sie jemals angeschaut haben, wie in Schulen eigentlich Informationstechnologie vermittelt wird. Das fängt schon damit an, wie alt ist die Hardware, was ist das Betriebssystem? Das war damals zu meinen Studentenzeiten. Also so. Und ich glaube, wie wir Technologie selbst in der Politik, in dem öffentlichen Bereich anwenden, mit welcher Maßgabe, das hindert uns nicht. Das heißt, wir können es nicht, wir brauchen nur die richtigen Partnerschaften mit einer richtigen Zielsetzung. Und da würde ich mir schon wünschen, wir haben eine Schulcloud beispielsweise, die flächendeckend eingesetzt werden kann und dann ist es nicht mehr von jeder Schule die Aufgabe, ein IT-Netz zu betreiben und das verkümmern zu lassen und damit eigentlich wirklich für unsere nächste Generation überhaupt nicht diese Technologiekompetenz, die wirklich notwendig ist, zu vermitteln. Also da gibt es so viel Zurückhaltung, Frau Schön. Was könnte die Politik da machen? Ja, ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge Aufgaben. Fängt natürlich an bei gesetzgeberischen Rahmenbedingungen wie Datenschutz. Derzeit wird ja die EU-Datenschutz-Grundverordnung verhandelt und die Kanzlerin hat ja schon mal so eine Andeutung gemacht, wie das aus deutscher Sicht gesehen wird. Also ich glaube, für Big Data Geschäftsmodelle in Europa kann je nachdem, wie das ausgeht, das Ganze wirklich schwierig werden. Da muss man sehr genau beobachten, was sich da jetzt auf den letzten Metern in Brüssel noch entwickelt. Thema Sicherheit ist ein wichtiges Thema beim Thema Industrie 4.0. Da hat der Bundesgesetzgeber mit dem IT-Sicherheitsgesetz zumindest schon den ersten Rahmen gesetzt, was ich wichtig finde. Das Thema Venture Capital ist angesprochen worden. Nicht, dass wir jetzt als Staat mehr Geld geben, aber dass wir Rahmenbedingungen so schaffen, dass auch eine gute Finanzierung auch von größeren Startups in Deutschland möglich ist. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte, die wir auf der Hausaufgabenliste haben, auch für diese Legislaturperiode und gerade abarbeiten. Da müssen natürlich die Grundlagen geschaffen werden, Breitbandausbau, aber auch Forschung. Die nächste Mobilfunkgeneration ist 5G. Und da sind wir ganz gut dabei. Das muss man vielleicht auch als positives Merkmal sehen, weil Deutschland mit dem 5G-Lab, der Kollege Lemmel ist auch da aus Dresden, die sind da weltweit führend. Und das ist schon Aufgabe von Politik, auch zusammen mit Forschung, die Gelder auch frühzeitig so einzusetzen, dass wir vorausschauend auch die entsprechenden
Projekte dann auch finanzieren. Und das Thema Bildung ist natürlich ganz elementar. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, wie bilden wir die Fachkräfte der Zukunft aus, sondern auch bei der Frage, wer nimmt denn teil? Also was die Kanzlerin gefragt hat, Teilhabe, digitale Souveränität, hat ja auch was mit Kompetenzen zu tun. Aber man hätte es ja auch machen können, wie man es zum Beispiel in Estland gemacht hat, wo man gesagt hat, so, das ist jetzt hier, wir treiben es jetzt ganz nach vorne, alle Schulen überall werden ausgestattet. Das ist ja nicht so. Wir haben ja als ein führendes Industrieland diese Entwicklung eigentlich verschlafen. Und da fragt man sich ja, warum ist das so passiert und warum könnte man das jetzt nicht ein bisschen schneller nachholen? Also warum kann man jetzt nicht eine Initiative starten, gemeinsam mit großen Unternehmen, wo man sagt, wir starten wirklich alle unsere Schulen mit entsprechenden Geräten, mit entsprechender Software aus? Es sind natürlich verschiedene Gründe. Das eine ist der Föderalismus. Für Schulen sind die Länder zuständig. Es hat aber auch kein einziges Land aber gemacht. Aber wir hinken insgesamt hinterher. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Aber eine zweite Sache ist auch die Mentalität. Und diese Vielleicht bedingt das eine das andere. Ja, aber diese One-Fits-All-Lösungen sind in Deutschland ganz schwer umzusetzen. Sehen Sie das Beispiel elektronische Gesundheitskarte. Was hatten wir für Diskussionen oder sogar über den Personalausweis? Wir was hatten auch über Postleitzahlen Diskussionen, ja, genau, über die fünfstellige Postleitzahl. Und deshalb bin ich der Meinung, muss man viel mehr mit Ansprüchen schaffen. Weil ich glaube, wenn man in den Gesetzen Ansprüche definiert, die Leute nutzen können, dann werden sich auch diese technologischen Lösungen durchsetzen. Wenn ich einen Anspruch auf eine Gesundheitscloud-Lösung ins Gesetz schreibe, dann werden das viele nutzen. Und diejenigen, die es nicht wollen, sollen es lassen. Aber in wenigen Jahren werden es alle nutzen. Die Alternative ist, dass ich 3 Jahre über eine Lösung für alle diskutiere, es dann doch nicht mache, weil der Widerstand in der Bevölkerung zu groß ist und dann am Schluss Apple und Google und so die entsprechenden Apps programmiert, unsere Daten wieder dort liegen und die Anwendungen sind da, aber nicht von Deutschland gemacht. Genau, deshalb so hat sich das dann auch alles durchgesetzt. Ist es, denke ich, eine andere Herangehensweise. Ja. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, möchte ich Sie herzlich einladen. Vielleicht kann ich noch einen Hinweis noch. Ja. Also die Frage war ja... Es hieß auch nicht, dass Sie nichts mehr sagen sollten. Die Frage war ja, was behindert. Ne? Ja. Ich meine, man muss ja unterscheiden, was kann man besser machen und was behindert. Ich glaube, man kann vieles besser machen, aber ich glaube nicht, dass wir echt behindert sind, irgendwas umzusetzen. Als Unternehmen. Also das ist dann vielleicht auch mal ein Schutz, den sich dann nach dem Motto, es muss ja, aber es gibt nichts, wo ich als Unternehmen in Deutschland behindert, was mich hindert, diese Innovation voranzutreiben. Das sehe ich zumindest. Mhm. Beginnen Sie bitte. Sie kennen ja die allgemeine Diskussion, was wird eigentlich aus dem Menschlichen, was wird aus den Inhalten, was wird aus der geistigen Unabhängigkeit. Wir haben, was Sie machen, ist ehrenwert, aber letztlich beschleunigen Sie Vorgänge und Abhängigkeiten von Großstrukturen, die menschliche Individualität immer mehr zerlegen, in Mainstreams kanalisieren und im Grunde vieles dessen wegnehmen, was eigentlich die Qualität unserer Kultur und unserer menschlichen Gesellschaft ausmachen. Was können wir denn tun, damit wir nicht nur Roboter züchten, sondern was auch vielleicht sogar wieder unabhängige Menschen haben, die Computer benutzen und nicht von den Computern benutzt werden? Wer möchte dazu was sagen? Oder möchten Sie von jemandem Speziellen darauf eine Antwort? Okay, wer sich so stellt, Herr Winkeljohann? Ich fange gerne an. Wichtige Frage, kann ich nur beipflichten. Aber die Antwort ist zunächst mal die Entwicklung. Wenn es Entwicklungen gibt, die vorgezeichnet sind, die man letztlich nicht aufhalten kann, dann muss man gucken, wie man sie unter Kontrolle bringt und wie man sozusagen im Driver-Seat sitzt dabei. Und das ist für mich die Antwort. Ich habe gestern mit einem Politiker gesprochen, der sagte dann, ich war jetzt in Silicon Valley und ich habe große Angst, dass meine Kinder demnächst von Maschinen regiert werden. Da habe ich gesagt, das sehe ich ganz anders. Ja, der Mensch hat schon die Fähigkeit, Technologie zu nutzen und sich nicht eben nutzen zu lassen. Nur man muss dann in den Lead gehen, man muss versuchen, an die Spitze der Bewegung zu gehen und deswegen muss man schon so hin und wieder ein bisschen das Disruption machen, um zu gucken, in welche Richtung müssen wir uns bewegen. Und das andere ist regional, die Frage ist, wer treibt diese Entwicklung? Wollen wir da mitmischen oder wollen wir einfach gucken, was die Amerikaner uns dann demnächst servieren? Also ich kann nur empfehlen, Kontrolle behalten und diese Dinge verfolgen und versuchen, eben sich an die Spitze der Bewegung mitzusetzen. Meine Antwort. Ja. Frau
Frau Arnold, wie würden Sie das denn sehen? Weil ich habe das auch in dem Gespräch vorher mit Frau von Delden eher so verstanden, dass ich gesehen habe, dass es eigentlich gerade eine große Chance ist, dass jeder individuell ja, eine hohe Qualität leben kann eigentlich. Also zunächst ist es jetzt mal so, dass ich völlig die Meinung teile, man muss wirklich auf der Welle selbst sich befinden und die Welle bestimmen können. Und es hat damit was zu tun, wie kompetent ist man natürlich und wie hat man Offenheit, offener Zugang zu neuen Technologien. Und das jedem nutzbar zu machen und nicht große Barrieren schaffen zu müssen. Und das ist, was ich eher sehe, diese ganze große Chance der Demokratisierung der Technologie. Heute ist es nicht mehr ausschlaggebend darüber, was ich studiert habe, sondern welche Leidenschaft, welche Passion ich habe und mit welchem Anspruch ich auch an die Themen rangehe. Und ich glaube, das ist so die Veränderung, dass es eigentlich jeder Einzelne in der Hand hat und in der Hand haben kann, weil die Möglichkeiten viel breiter gefächert sind und weil auch diese Hürde, die Eintrittsbarriere, die frühmals, ich will jetzt mal Steuerfach sehen, das ist so nicht mehr gegeben und es soll es auch nicht mehr sein. Und daher glaube ich eher andersrum, dass wir es in der Hand haben, viel mehr zu gestalten, als es vorhermals die Möglichkeit überhaupt gewesen ist. Und man darf auch nicht unterscheiden, was eigentlich so eine Macht eines Social-Media-Bereichs betrifft, wie dort Meinungen gebildet werden und was es denn heißt, sich dessen bewusst zu machen und auch dieses Instrumentarium zu nutzen, auch für ganz andere Zwecke, soziale Zwecke. Gerade bei der Flüchtlingskrise, was heißt es denn, mit einem sozialen Medium umgehen zu können und dadurch auch wirklich gestalterischen Einfluss nehmen zu können, wie wir dann auch solche großen Aufgaben bewältigen können, gemeinsam und immer gemeinsam. Aber die Angst war ja eben, züchten wir sozusagen nur noch Roboter und werden wir beherrscht von den Maschinen? Ich glaube das nicht. Meine Auffassung besteht darin, das ganze Thema sehr differenziert zu betrachten. Es gibt so unglaublich viele positive Beispiele, was Technologie ermöglicht hat in den letzten 10 Jahren, was Technologie aktuell ermöglicht und noch ermöglichen wird. Ein Beispiel beispielsweise, IBM hat ja vor 20 Jahren den Watson, dem Computer, Namen gegeben, ja, damit er mal einen amtierenden Schachweltmeister schlägt, was er auch geschaffen hat. Watson haben sie jetzt umdisponiert, der heißt jetzt Dr. Watson, und sie haben jetzt den Anspruch, dass er der beste Diagnostiker, der beste medizinische Diagnostiker weltweit wird, indem er Milliarden von Daten auswertet, von Krankheitsverlaufen, Krankheitsgeschichten. Und das kann nach vorne einen unglaublichen Nutzen für uns alle, für zivilisatorischen Fortschritt darstellen. Und es gibt viele andere Beispiele, wie Technologie diese Welt viel besser macht. Und deswegen, glaube ich, sollte man diese berechtigte Frage, werden wir von Maschinen beherrscht, wirklich sehr, sehr differenziert beantworten. Mhm. Aber es spricht ja eine gewisse Angst oder Unsicherheit heraus. Frau Schön, wollen Sie dazu noch was sagen? Ich hätte das genauso bestätigt, es gibt viele Vorteile und das Neue bei Industrie 4.0 ist ja auch die Mensch-Maschinen-Interaktion, also Mechanisierung haben wir ja die ganze Zeit und durch die cyberphysischen Systeme versucht man ja auch das, was Menschen am besten können, mit dem, was Maschinen am besten können, intelligent zu verknüpfen. Das muss nicht unbedingt zum Nachteil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Man muss natürlich schon aufpassen, Rahmen setzen und speziell das Beispiel Social Media heißt ja, dass es eine wahnsinnige Demokratisierung gibt. Jeder kann mit Peter Altmaier twittern, wo er vorher... Aber es gibt auch den Druck da, den er vorher nicht erreicht. Und es wird schwieriger für die, die nicht mitmachen. Ja, und man sieht auch, dass gewisse Meinungstrends, die allumfassende Meinung sind und es unheimlich schwer ist, mit einer Minderheitenmeinung in diesen sozialen Netzwerken dann überhaupt noch zu bestehen, ohne dass es einen Shitstorm gibt. Mhm. Aber das sind ja Fragen, die die Gesellschaft dann nochmal bearbeiten muss. Gibt es einen Code of Conduct für das Internet? Müssen wir nicht neue Wege des Miteinanders finden, neue Sachen aushandeln, wie wir das eben all die Jahre auch gemacht haben im gesellschaftlichen Miteinander? Heute halt auf anderen, mit anderen technischen Möglichkeiten. Also es sind gesellschaftliche Fragen, auch ethische Fragen, die wir auch, finde ich, mit den technischen schon sehr früh verknüpfen müssen. Und das macht übrigens gerade ganz aktiv, wird das angestoßen vom Forschungsministerium in vielen Projekten, wo man versucht, die ethischen Fragestellungen mit den technischen und den wissenschaftlichen zu verbinden. Das Deutsche Internetinstitut etwas soll das leisten. Das ist etwas, was wir im Koalitionsvertrag gefordert haben, was jetzt auf den Weg gebracht wird, weil die Fragen einfach dazugehören, von Anfang an dazugehören. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir die gleich mitdiskutieren. Mhm. Gibt es noch weitere Anmerkungen oder Fragen? Dort hinten? Vielleicht können Sie sich auch kurz vorstellen.
Hallo, guten Tag. Wolfgang Gründinger ist mein Name. Ich bin vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft. Ich möchte die Diskussion um Uber kurz nochmal aufgreifen, weil sie ja sehr symptomatisch ist für die Debatte, die wir führen über Arbeitszeiten und über Startups und so weiter. Nadine Schön hatte gesagt, dass sie das gut finden, dass Uber da ist, weil da kann sie ja den Fahrer bewerten. Das geht allerdings bei MyTaxi zum Beispiel auch. Bei Uber kann allerdings der Fahrer auch den Gast bewerten, was natürlich sehr interessant ist. Aber ich glaube, das ist nicht der zentrale Unterschied, sondern der zentrale Unterschied liegt eher in der Arbeitsorganisation und in dem Level Playing Field, das sie eben nicht haben. Also wie kann man denn jetzt auf die Konkurrenz reagieren? Ich kann in Berlin Uberpop zum Beispiel gar nicht nutzen, es ist hier gerichtlich ja untersagt. Ich kann Uberpop hier nicht nutzen, aber ich kann weiter Taxi fahren, MyTaxi und so weiter verwenden. Allerdings hat diese alte Taxibranche ja noch einige Regulierungen zu beachten, die für Uber ja nicht gelten. Zum Beispiel muss bei Taxi-Lizenzen muss erstmal ein Test gemacht werden, ob der Fahrer auch Ortskenntnis nachweisen kann, was in Zeiten von GPS und Karten nicht mehr so viel Sinn macht. Oder auch sowas wie Versicherungen und so weiter. Muss man mal drauf gucken, ob diese ganzen Regularien, die es noch gibt, überhaupt noch zeitgemäß sind, damit wir überhaupt einen fairen Wettbewerb auch schaffen für alle Branchen gleichermaßen. Und vielleicht da noch ein, zwei Gedanken dazu. Danke. Okay. Ja. Also ich sag mal, ich würde so außerhalb der Politik würde ich mal dazu sagen, klar, muss verändert werden, aber geht nicht alles von heute auf morgen. Also die Prozesse sind ja mittlerweile auch so schnell. Und Uber hat sich ja eigentlich erst so in den letzten irgendwo 2 Jahren entwickelt. Und dass damit noch einige Dinge hinterherhängen, das ist, würde ich mal sagen, völlig natürlich. Aber wichtig ist, glaube ich, beim Taxi noch, was Sie auch gesagt hatten, ich fahre eigentlich auch überall Uber. In London nehme ich übrigens immer ein Taxi, weil in London die Taxifahrer super ausgebildet sind, einen super Service liefern und genau wissen, wie man am schnellsten wohin fährt, während der Uber-Fahrer immer ja nach Navigation fahren muss, weil er in der Regel die Wege nicht kennt. Also man muss dann sich dann irgendwo im Wettbewerb verhalten, aber ich würde mal sagen, was diese Regularien anbelangt, die müssen halt nachgezogen werden, aber das wird sicherlich ein bisschen dauern, gehe ich mal von aus. Gerade bei dem Beispiel Uber, ich will jetzt auch nicht die Taxibranche hier vorführen, aber ich war vor vielen Jahren mal hier in Berlin, da war ein strenger Winter, viel Schnee und ich habe dann versucht, ein Taxi zu bekommen. War keins zu bekommen. Ja. Da habe ich gefragt, wo sind die alle? Da hatte mir hier ein anderer Taxifahrer mir gesagt, die sind zu Hause, die haben nämlich nur Sommerreifen. Ja, also Uber wäre mit Sicherheit mit gewissen Standards hier belegt, dass die sagen, im Winter fahren wir Winterreifen. Also es hat auch was Positives, wenn man aus einer, sagen wir, zentraleren Organisation kommt und dann seine eigenen Standards mitbringt. Und es ist nicht nur, dass ich jetzt Arbeitsschutzgesetze verletze und nur. Aber trotzdem muss man sich ja nochmal fragen, also inwieweit verändert das unsere Arbeitswelt und inwieweit gibt es auch Entwicklungen, wo man sagt, das ist schon problematisch, weil vielleicht Arbeitsplätze dadurch vernichtet werden. Ja, es führt ja auch zu Unternehmertum. Ja. Uber, weltweit größter Taxibetreiber, hat kein einziges Auto. Ne? Aber ich sag mal, Veränderungen, also das verstehen aber selbst, glaube ich, auch die Arbeitnehmer, dass es da schon Veränderungen gibt, auf die wir auch noch nicht generell eine Antwort haben. Also ich hatte beispielsweise letzte Woche oder vorletzte Woche war es die Betriebsräteversammlung. Da war natürlich auch ein großes Thema Digitalisierung. Und da habe ich denen auch gesagt, ja, das wird natürlich Arbeitsplätze kosten. Es werden neue aufgebaut. Wir werden aber nur die Höhe der Arbeitsplätze halten, wenn wir auch wachsen. Wenn nicht, werden wir unterm Strich verlieren. Geht ja gar nicht anders, sonst würden wir es ja gar nicht machen. Und wir können in letzter Konsequenz auch noch nicht sagen, was es für Konsequenzen auf den einzelnen Arbeitsplatz hat. Das Einzige, was wir machen können oder was ich dann angeboten habe, wir müssen es offen spielen, wir müssen offen drüber reden und den Mitarbeitern auch Gelegenheit geben, sich ständig darüber zu informieren. Aber für alles kann man noch keine Antwort haben, aber das kann uns trotzdem ja nicht daran hindern, diese Dinge voranzutreiben. Ja. Frau Arnold, wollten Sie dazu was sagen? Ja, für mich ganz wichtig, zentral im Mittelpunkt steht immer der Kundennutzen. Wäre mit Uber, mit der Geschäftsidee nicht in irgendeiner Weise ein Kundennutzen verbunden, wäre so eine Möglichkeit auch überhaupt nicht wirklich überlebensfähig am Markt. Und es ist immer zentral die Frage, was wir damit eigentlich bequemer, einfacher, besser gemacht. Beispiel mit den Winterreifen. Wenn Sie sich heute schauen in Deutschland, ich weiß nicht, warum Sie den Kaminkehrer vor kurzem mal bestellt haben, aber das sind so Themen, die wahnsinnig regulativ behandelt worden sind und man merkt auch da den Umbruch Richtung Kundennutzen, weil es jetzt einfach freier, regulativer und mehr auf meine Bedürfnisse. Ich werde heute gefragt, Sie sind ja berufstätig, ich habe auch Samstagmorgens, könnte ich kommen. Undenkbar.
vorher. Und ich glaube, das sind einfach diese positiven Thematiken, ob wir netto im Ergebnis auf bestimmte Arbeitsplätze weniger oder mehr, das wissen wir heute einfach noch nicht. Und wo aber die neuen Wachstumsfelder ja, wirklich entstehen sind. Wir wollen ja Wachstum, aber die Frage ist, kriegen wir dieses Wachstum nur auf Kosten der von bestimmten Arbeitsplätzen? Die Frage muss man ja ehrlich stellen. Richtig, und die können wir meines Erachtens heute nicht beantworten im Gesamtkontext. Wir stehen hier in der Pionierphase am Anfang von einem Zeitwandel, der jetzt nicht nur Industrie 4.0, wir haben Wirtschaft 4.0, wir haben von Gesellschaft 4.0 gesprochen und genau das trifft es auf den Punkt. Mhm. Ich glaube, ein oder zwei Menschen hatten sich, Sie hatten sich zuerst gemeldet und dann Sie, wenn Sie sie. Ich muss auch das Mikro rausnehmen. Ja. Danke, dass Sie es vorgemacht haben. Zu lang. Miriam Steker ist mein Name. Ich komme vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Und erstmal ein Lob. Ich finde das ganz großartig, dass Ihre Fraktion solche Debatten führt und es ist ganz charmant zu sehen, wie Sie um Lösungen ringen. Weil man sieht es ja, es werden viele Konflikte benannt. Eben die Frage war auch ein Konflikt und man hat keine klaren Antworten. Und ich finde das ganz mutig, sich dann dem zu stellen. Und ich habe zu einem Konflikt eine ganz konkrete Nachfrage, liegt in der Natur meiner Organisation zum Datenschutz. Da hatten Sie gesagt, Herr Rühl, es gibt keine Behinderung für Sie bei der Digitalisierung in Deutschland. Da würde mich kurz interessieren, ist der Datenschutz für Sie keine Behinderung und bedeutet das für Sie, Sie sehen auch keinen Grund daran, was zu ändern? Und Sie, Frau Schön, hatten gesagt, dass gerade mit der allgemeinen europäischen Datenschutzverordnung, die verhandelt wird und die in Trilog gegangen ist, es auf der Kippe stünde, dass eventuell Big-Data-Anwendungen nicht möglich seien, weil wir eventuell die wirtschaftliche Zukunft dem Datenschutz auch opfern könnten. Auch ein Zitat von Frau Merkel von dieser Woche. Da würde ich Sie ganz gerne noch mal um Einordnung bitten. Was bedeutet das jetzt? Brauchen wir weniger Datenschutz für die Wirtschaft? Was ist da Ihr Ansatz, um aus diesem Konflikt rauszukommen? Danke. Ja, also bei mir ist es immer so, ich suche immer nach einer pragmatischen Lösung, weil ich ja weiterkommen muss. Natürlich sind wir auch an dem Thema Datenschutz bei unseren Aktivitäten jetzt angestoßen und dass mir die Leute in Berlin gesagt haben, pass mal auf, wenn wir das so kompliziert weiter nach vorne machen, wenn wir mal ein paar Kunden anmelden wollen und wir müssen da jedes Mal eine 10-seitige Dokumentation schreiben, dann kommen wir nicht voran. So, dann habe ich mit unserem alten Datenschutzbeauftragten gesprochen, der hat das nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir 9. Und zwar haben wir dann eine Kanzlei genommen von außerhalb, die auch sowas professioneller bearbeiten, ganz klar. So, und jetzt haben wir entwickelt ein Ampelsystem. Und zwar grün, wenn es keine Fragen gibt, das wird einfach so durchgewunken. Rot ist, wo wir dann tatsächlich gegen Gesetze verstoßen, brauchen wir nicht zu diskutieren. Und gelb ist der Graubereich. Der Graubereich ist übrigens nicht unkritisch für ein Unternehmen. Und da haben wir es einfach so gemacht, weil ich die Verantwortung auch nicht auf meine Mitarbeiter abwälzen will. Alles, was gelb ist, kommt bei mir auf den Tisch und ich entscheide. Und ich nehme dann auch das Risiko, dass ich möglicherweise eine Entscheidung treffe, wo ich hinterher ein Problem habe. Aber so kann ich es als Unternehmen erstmal nur lösen. Klar, der Wunsch wäre natürlich hier dann, in dem Fall an die Politik, eine Lösung zu finden. Aber ich kann da nicht auf eine Lösung warten, sondern ich muss ja sehen, dass wir vorankommen. Wollen Sie noch was sagen zum Datenschutz? Die schwierigen Punkte bei der Datenschutzverordnung. Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir in Deutschland ein hohes Datenschutzniveau haben und das auch, ich sag mal, liebgewonnen haben. Und dass es auch in gewissen Punkten ein Wettbewerbsvorteil ist. Das haben wir jetzt sehr stark auf die europäische Ebene übertragen, was auch gut ist. Also ich will gar nicht gegen ein hohes Datenschutzniveau sprechen. Man muss nur gucken, dass man Kriterien in so eine Gesetzgebung, dass man Kriterien verankert, die noch in die Höhe der Zeit passen. Und die Datenschutzgrundverordnung ist in ihren Entwürfen vor Jahren entstanden, als Big Data Geschäftsmodelle noch kaum auf dem Markt waren. Und das sind Sachen wie die Zweckbindung, wie die Einwilligung, Opt-in, sind massiv verbreitet und Sachen, die sich etwa in Deutschland bewährt haben, wie Anonymisierung, Pseudonymisierung, was auf der einen Seite die Rechte des Nutzers schützt, aber auf der anderen Seite auch Geschäftsmodelle ermöglicht, die haben kaum Platz gefunden. Und das ist die große Gefahr, dass wir, wenn wir zu stark regulieren, dass es dann gewisse Geschäftsmodelle in Europa nicht geben wird, aber die wird es sonst wo geben. Und die wird es dann in den USA geben oder in Asien. Und dann liegen die Daten der Deutschen und der Europäer eben auf Servern in Boston oder in Asien. Und die Geschäftsmodelle wird es in Deutschland nicht geben. Und das ist auch ein bisschen die Antwort auch auf Uber. Wir brauchen ein faires
faires Level Playing Field, das ist völlig klar. Wenn was Disruptives kommt, ist es oft ein willkommener Anlass, mal darüber nachzudenken, ob wir denn mit unseren Regularien noch auf der Höhe der Zeit sind. Stichwort Ortskenntnis, muss das vielleicht tatsächlich, ist das noch up to date? Dann kann man noch mal was überdenken. Aber wenn wir keine eigenen Lösungen groß bekommen in Deutschland, in Europa, dadurch, dass wir Start-ups groß machen, dann können wir uns nicht darüber beschweren, dass es andere Unternehmen gibt, die dann auch weltweit Erfolg haben und unsere Bürger diese Lösungen nutzen. Und deshalb ist auch regulär. Ist ja auch schwierig mit den Bürgern, weil sie auf der einen Seite rufen alle nach Datenschutz, aber für einen selber ist man eigentlich bereit, viel von seinen Daten preiszugeben. Also keiner hat ja eigentlich auch nach den ganzen NSA-Abhörskandalen sein eigenes Verhalten wirklich geändert. Ja, vor allem profitieren werden die Großen, denn wenn ich mir ein Apple-Gerät kaufe, dann mache ich bei allem Opt-in, dann stimme ich allem zu, was die mich fragen. Aber das kleine Start-up aus Berlin, das wird es schwer haben, weil da bin ich dann viel kritischer als Nutzer. Dort hinten gab es noch irgendwie eine Frage. Ja, guten Tag, Alexander Wilhelm ist mein Name. Ich bin aus der CDU-Fraktion in Stralsund, bin beruflich Speditionskaufmann und arbeite nebenher in Kassel als Taxifahrer. Und mir geht es auch nochmal um das Thema Taxi und Uber oder Juba. Erstmal vielen Dank dafür, dass hier zu dieser Problematik eine Öffentlichkeit hergestellt wird und dass Sie sich auch damit eingehend beschäftigen. Das finde ich persönlich sehr gut. Dann meine liebe Kollegin Nadine Schön hat mir eben das Wort schon aus dem Mund genommen, nämlich Fairplay. Es geht darum, wirklich gute Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass Taxen und andere Mietwagenunternehmen, Anbieter ordentlich nebeneinander koexistieren können und nicht, dass das Taxigewerbe gedeckelt bleibt, gebunden an vorgegebene Rahmenbedingungen, wie eben nicht nur die Ortskenntnisprüfung, sondern die Tarifbindung. Wir sind ja gebunden an die Taxitarife, die die Städte, also die Bürgerschaften oder die Stadtverordnetenversammlungen uns vorgeben. Das sind die freien privaten Unternehmer der Mietwagen eben nicht. Und wenn wir hier Äpfel mit Birnen vergleichen, dann finde ich, dann hinkt dieser Vergleich so ein bisschen. Und eben dieses lustige oder despektierliche Beispiel, 8000 Berliner Taxen sind weg und Uber ist da und wir hätten keine Winterreifen, also Entschuldigung, mal ein bisschen. Es gibt sicher auch Taxen mit Winterreifen natürlich, in Berlin. Natürlich ist das Taxigewerbe da und zwar 365 Tage im Jahr, das kann ich Ihnen versprechen, da halte ich meine Hand für ins Feuer. Also wenn Sie ordentlich befördert werden wollen und mit Winterreifen, kommen Sie bitte zu uns. Okay, gut. Okay, das würde ich jetzt einfach nochmal so stehen lassen. So, ich glaube, Taxifahren haben wir jetzt hier ausgeweitet. Genug, gibt es noch andere Fragen oder Anmerkungen? Alle haben genug gehört. Noch eine, dann machen wir da noch und dann machen wir die Schlussrunde. Ja, Hendrik Tesche, guten Tag. Ich habe seit 20 Jahren eine Internetagentur und ja, bin halt auch sehr in dem ganzen Thema unterwegs. Was mich so ein bisschen antreibt zu fragen oder würde gerne mal wissen, wie Sie es sehen. Wir haben ja kein europäisches Betriebssystem mehr. Vielleicht kann die Cloud ja eins werden, aber vielleicht ist das auch oft ein Grund, weshalb letztlich alles in die USA abfließt. Also die können sich ja überlegen bei Apple, jetzt mache ich einen Swift nach links, da habe ich dann Dinge, da habe ich vorher eine Apple installiert, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und so haben die immer das letzte Wort und alles, was wir an schönen Geschäftsmodellen erfinden und uns ausdenken, kann ins Betriebssystem einfließen, was es in Europa nicht gibt. Und weg ist das Ganze. Das ist, denke ich, ein großes Problem. Da müsste man auch nochmal vielleicht intensiv drüber nachdenken. Und Herr Rühl, wir machen auch ein Stahlportal für einen Wettbewerber von Ihnen. Da könnten wir uns mal austauschen. Wie heißen Sie denn? für Montanstahl. Netzwerk Stahl. Frau Arnold, wollen Sie da was mal zu sagen zur Cloud und zum Betriebssystem? Ja. Also das ist völlig richtig, dass immer da, wo ich eine geballte Marktmacht habe, dass sich da natürlich auch Themen drüber entscheiden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier Kräfte zusammen bündeln und dass auch Innovationskraft auf die Straße kommt. Und es geht über alle Bereiche, ob das jetzt ein Betriebssystem ist, ob die Art und Weise, wie ich Software betreibe, mit welcher Sicherheitsstandard, wie kann ich denn Standards festlegen. Ich glaube aber auch da wiederum, dass wenn der Druck zu groß genug ist, dass wir genau das sehen werden.
der festen Meinung bin ich. Wenn Sie heute Nokia beispielsweise anschauen von vor ein paar Jahren und heute oder andere prominente Beispiele wie Blackberries, das ist, was ich immer für mich immer so als, weiß nicht, ob Sie Benjamin Button-Effekt, hat jemand den Film gesehen, sehr alt und wird immer jünger. Ja, und das ist, in so einer Phase befinden wir uns. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass der Wettbewerb sich komplett ändert, dass wir im Durchschnitt, ein Unternehmen heute im Durchschnitt ist 15, 16 Jahre alt, vor 15 Jahren war das noch 70 Jahre, 67 Jahre, und das sind die Kräfte, die wirken. Und da nochmals, auf der Welle oben wirklich mit der Welle dabei zu sein und die Welle gestalten zu können. Und ich bin sehr optimistisch, Deutschland hat ein ganz großes Ausgangspotenzial. Wir sehen, wir hoffen als SAP, dass wir nicht die Einzige sind, die wirklich global mit bestimmte Dinge im Informationstechnologie-Kontext entscheidet, als europäische, als deutsche Stammsitzfirma. Aber da wünschen wir uns mehr von genau diesen Start-ups-Gedanken und die dann auch die Technologie-Firmen, die einsässigen Firmen disrupten, wie man so schön sagt. Frau von Delden, Sie wollten noch was sagen. Sie hatten zwar gesagt, letzte Frage, daher vielen Dank. wir haben vorher von Herrn Kauder gehört, dass er froh ist, dass nicht so viele von Ihnen aufs Smartphone schauen heute. Und ich wollte an dieser Stelle einfach mal sagen, danke, dass Sie das nicht ganz so ernst genommen haben und so unglaubliche Reaktionen auf Social Media geteilt haben. Also Twitter explodiert gerade und ich freue mich. Ja, weil ich habe gesehen, Sie waren dauernd an Ihrem iPhone. Ja, ich musste ja antworten auf die ganzen Sachen. Daher dann geben Sie uns doch einen kurzen Überblick. Was ist der Tenor? Wir nehmen Sie jetzt mal hier als Twitter-Beauftragte. Ist tatsächlich durch die Bank. Instagram, Twitter, Facebook. Also wir haben gerade eine heiße Diskussion geführt. Ich sehe gerade nicht, über wie man jetzt überrichtig ausspricht. Aber unabhängig davon wurden tatsächlich viele Originalzitate der Kanzlerin auch geteilt, unter anderem, dass sie sehr ernst genommen hat, was ich gesagt habe. Sie hat sehr, was sie mitgenommen hat und dass sie sich, vor allem auch das Thema Vergaberecht wurde heiß diskutiert. Also kann ich jedem empfehlen, der jetzt vielleicht nicht auf sein Smartphone geschaut hat, da nochmal reinzuschauen zur Nachbearbeitung. Das lohnt sich. Ja, wir nehmen das zur Nachbearbeitung. Vielen Dank, Frau von Delden. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt hier mal noch zum Schluss kommen. Wenn man eine Sache sieht, also man hat ja das Gefühl, der irgendwie durch die Digitalisierung, die Maschinen, die Roboter, die Computer, die können irgendwie inzwischen fast alles. Können aber nicht ganz alles. Ich habe dann irgendwie bei der Vorbereitung gelesen, dass einer geschrieben hat, ja, Sie können auch keine Gedichte schreiben. Oder vielleicht nur ganz komische, ich weiß es nicht. Was würden Sie sich wünschen, Herr Winkeljohann, welche Arbeit würden Sie sich gern erledigen lassen durch eine Maschine, einen Computer? Welches Ihnen unangenehm, wo Sie sagen, das würde ich mir für die Zukunft wünschen? Alle lästigen Sachen wie Auto waschen, Spülmaschine auspacken, Hausarbeiten und was, was man ungern macht. Ne? Okay, Frau Arnold. Auch die Hausarbeit oder fassen wir es ein bisschen weiter, also Ihr Blick in die Zukunft, wo Sie sagen, das wäre sinnvoll, wenn wir dahin kommen, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen müssen. Es ist ganz einfach, wirklich in Echtzeit Risiken für mich abzufangen. Also ich war in den USA, ich bin zurückgeflogen, meine Kreditkarte ist leider Gottes kopiert worden und in Echtzeit habe ich gesehen, dass alle Transaktionen geblockt sind. Und solche Themen, wirklich Sicherheitsaspekte generell in Echtzeit für mich zu beantworten. Mhm. Herr Schrader. Es wurde ja verschiedentlich schon über das selbstfahrende Fahrzeug von Google gesprochen. Also mein persönlicher Wunsch wäre, dass über den Einsatz von noch mehr Technologie die gesamte Mobilität, die wir alle lieben, ob wir im Flieger sitzen oder im Auto, einfach viel, viel sicherer wird. Weil Google hat sich ja nicht entschieden, ein selbstfahrendes Automobil zu entwickeln, um seinen Gewinn noch weiter zu erhöhen, sondern wirklich mit der Absatz, die immer noch viel zu hohe Anzahl von Verkehrstoten in Amerika und auf der Welt signifikant zu reduzieren. Und da kann Technologie natürlich Mobilität in unglaublicher Form noch deutlich, deutlich weiter verbessern. Sensorik, Diagnostik, Infrarottechnik, Schalltechnik, da gibt es noch unendliche Möglichkeiten, die die Technologie noch kann. Dass einfach viel weniger Menschen, wenn sie mobil sein wollen oder müssen, auch sicher unterwegs sind. Mhm. Frau Schön, was würden Sie gerne erledigt wissen? Ich kann mich eigentlich dem Vorgesagten anschließen. Ich persönlich gehe unheimlich ungerne Lebensmittel einkaufen. Deshalb im Gegensatz zu Herrn Kauder, der nicht will, dass der Kühlschrank ihm das organisiert, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber das ist jetzt sehr alltagspraktisch. Das ganze Bildungssystem, das finde ich, muss wirklich viel besser digitalisiert werden. Und da glaube ich, dass die Schüler viel mehr Spaß am Lernen haben, dass man viel mehr Teilhabe ermöglicht. Und deshalb ist das
Top 1 bei mir. Ja, Sie sind Mitglied der CDU-CSU-Fraktion. Sie könnten was dafür tun, Frau Schön. Das tun wir auch. Das tun wir. Ja, für mich wäre das auch Mobilität. Und da möchte ich nochmal einen kritischen Einwurf machen zur deutschen Automobilindustrie. Also ich war vor 2 Wochen bei einer Konferenz in Kalifornien. Da waren Tim Cook von Apple, Travis Kalanick von Uber, der CEO, und dann noch der CEO von Google X Labs. Und da wurde auch über selbstfahrende Autos und vor allen Dingen dann über neue Mobilitätskonzepte diskutiert und was gerade entwickelt wird. Also wenn nur 1/3 von dem wahr wird, dann glaube ich, kann sich die deutsche Automobilindustrie sehr warm anziehen. Ich glaube nämlich, dass der Rückstand gewaltig ist. Ich zum Beispiel fahre ein Oberklasse-Fahrzeug und da wird seit einem Jahr versucht, ein funktionsfähiges WLAN einzubauen, was ich zum Beispiel in jedem New Yorker Taxi sofort zur Verfügung habe. Also ich glaube, an der Stelle wird sich gewaltig viel tun. Das Thema Mobilität, das wird auch alle persönlich betreffen, wird das wahrscheinlich sein, was uns persönlich alle am meisten verändern wird nach vorne hin. Wo wir auch innovative Lösungen ja auch brauchen. Es ist ja auch absurd, dass wir immer in Auto, Bahn, Rad oder aber die werden nicht hier in Deutschland denken. Entwickelt, die muss man klar sagen, die werden dort entwickelt, die werden im Silicon Valley entwickelt. Und wenn das so weitergeht, dann wird es hier, glaube ich, kritisch an der Stelle. Okay, nehmen wir das mal mit den kleinen Wermutstropfen als Schlusspunkt, obwohl Sie ja sonst alle sehr positiv die Digitalisierung sehen und auch die Entwicklung der Wirtschaft und der Industrie. Aber wir können alle wahrscheinlich noch einen Tacken zulegen, so würde ich das mal sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion und für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit. Sie können ja noch ein bisschen twittern und sich anders aktiv noch beteiligen und würde jetzt gerne das Schlusswort Herrn Straubinger geben. Bitte schön. Ja, Frau Blättner, werte Damen und Herren, ich darf nach dieser spannenden Diskussion ein kurzes Resümee natürlich mitziehen und es zeigt sich sehr deutlich, dass wir uns natürlich in eine Schicksalsfrage der Volkswirtschaft ist die Digitalisierung mit bei uns in Deutschland, aber nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in Europa und insgesamt auch eine Herausforderung stellt für unseren Industriestandort und vor allen Dingen, dass wir in dieser Digitalisierung die Chancen mitzunutzen haben. Aber es nicht bedeutet, wenn wir eine bedeutende Industrienation sind, dass wir auch dann hinterher die beste Digitalisierungsnation sind. Also das zeigt auch sehr deutlich, insbesondere auch in dieser Diskussion und wir ganze Kraft darauf setzen dürfen, hier auch entsprechend mit zu investieren, um diese Herausforderungen, die damit auch mit bestehen, auch mit einherzugehen. Und Frau von Delden, wenn gelobt wird, dass die Bundeskanzlerin so darauf eingeht, dann möchte ich Ihnen versichern, dass die Bundeskanzlerin besonders in diesem Bereich, also auch der Digitalisierung, hier einen großen Anteil hat, dass wir dies auch mit vorantreiben, auch in der Politik mit entsprechenden Investitionen und dass wir uns die Kompetenzen insgesamt natürlich in die wir uns erworben haben in Steuerungstechniken, in Fertigungstechniken und dergleichen mehr, die sicherlich auch in diese Welt mit hineintragen und damit auch die entsprechenden Kompetenzen auch mit für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland dementsprechend auch mitzuhaben. Ich glaube, dass wir sehr ehrgeizig als herangehen, als Bundesregierung, als Bundestagsfraktionen, die wir Sie unterstützen, in der Überzeugung, dass das nur gelingen kann im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, dass wir auch darauf stolz sein müssen, also hier dies mit hineinzubetten, um die Ängste, die vielleicht auch heute diskutiert worden sind, aber vor allen Dingen auch die Chancen und die Wettbewerbe, dass die auch hier vernünftig gestaltet sind, auch fair gestaltet sind, bei jeder Betrachtungsweise vielleicht auch eine Herausforderung, dies auch mit dann auch zu erbringen. Und vor allen Dingen, und das ist ja unser Ziel 2018, 50 Megabyte für jeden Haushalt also auch mit sicherzustellen. Und ich glaube, dass wir dann damit also hier ein großartiges Zwischenziel erreicht haben, wir aber damit nicht am Ende unserer Fahnenstangen natürlich sind angelangt sind. Also das möchte ich schon auch mit herausstellen. Ich glaube, dass wir und das, ja, mit den Investitionen, wie wir sie tätigen, 1,1 Milliarden in den Breitbandausbau, das wir hier vom Bund bereitstellen, 1,33 Milliarden auch ebenfalls für den Ausbau durch die Versteigerung von Frequenzen. Aber jetzt möchte ich durchaus noch einen bayerischen Touch mit reinbringen, dass auch Bayern
als Bundesland alleine 1,5 Milliarden hier für den Digitalisierungsausbau mit einsetzt, damit 2/3 aller Gesamtlandesinvestitionen, also der Investitionen der einzelnen Bundesländer stellt. Und das natürlich schon ein Vorsprung sein wird, da bin ich mit überzeugt, dann auch wieder für unseren Standort. Aber gleichzeitig auch die Telekommunikationsunternehmen in 2015 8 Milliarden also auch bereitstellen und investieren. So glaube ich, zeigen diese Zahlen sehr deutlich, dass man diese Aufgabe auch mit annimmt, nämlich die Wirtschaft 4.0 hier auf eine großartige Zielgerade auch mitzubringen und die Grundlagen dafür mitzuschaffen. Ich glaube, dass man im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft in die digitale Ökonomie also mit dann also auch übergleiten. Und das braucht einen Rahmen. Dieser Rahmen ist auf der einen Seite gesetzt, aber dieser Rahmen ist auch natürlich immer notwendig zu verändern. Und uns freut auf der einen Seite, wenn kundgetan wird, dass derzeitige Rahmen keine Behinderung darstellt. Also das ist ja eigentlich schon mal das Mindeste, aber auch gut, wenn das mit anerkannt wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Ansprüche, die mehr nach Einschränkungen, Datenschutz, aber vielleicht auch Regulierung dann fordern. Das ist die spannende Aufgabe für die Nadine Schön und für uns in der Bundespolitik, hier auch dann diese Aufgaben auch mit anzunehmen und dementsprechend dies dann auch mögliche Gesetze auch mit zu tätigen, dass wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion aber da nicht als Behinderer dastehen wollen, sondern letztendlich die Chancen, und das ist mein drittes, letztendlich die Chancen eines Big Data mehr als Nutzen und als Chance zu verstehen, ist wie als hier als Beeinträchtigung unseres Lebens. Ich glaube, das wurde auch heute gezeigt mit diesem Kongress der Bundestagsfraktion. Und ich bin dem Michael Fuchs, der leider schon weg musste, hier sehr dankbar, das auch mit initiiert zu haben. Und vor allen Dingen aber auch der Bundeskanzlerin, dass sie dies hier also mit, also großartig auch begleitet hat mit ihrer eindrucksvollen Rede. Und deshalb kann ich nur zum Schluss sagen, arbeiten wir an einer Kultur der Ermöglichung in Deutschland. Und das soll auch mit ein Beitrag heute gewesen sein. In diesem Sinne, herzlicher Dank an Sie alle fürs Kommen, auch fürs lange Aushalten, fürs lange Ausharren. Und für Sie und Frau Plettner auch Dankeschön für die großartige Moderation. Applaus